Hallo und herzlich willkommen zum Workshop hinter den Kulissen des KISS-Verlages. Den Titel haben wir auf zweierlei Weise interpretiert. Und zwar wollen wir euch heute einmal ganz buchstäblich mit hinter die Kulissen unseres Verlages nehmen und euch den Verlag durch die Kamera ein bisschen zeigen an unterschiedlichen Stationen. Und dann haben wir den Titel auch praktisch auf metaphorischer Ebene interpretiert und wollen ein bisschen darüber erzählen, wie bei uns eigentlich Bücher entstehen. Und das machen wir nicht ganz trocken theoretisch, sondern am Beispiel von einem ganz bestimmten Buch beziehungsweise einer Buchreihe, nämlich der Sturmtrilogie von Anja Omar. Und dankenswerterweise mache ich das heute auch nicht ganz alleine. Wobei ich an dieser Stelle vielleicht erstmal erwähnen sollte, wer ich überhaupt bin. Hi, ich bin Anne, ich bin die Programmleitung von KISS. Ich betreue also sämtliche Bücher, die bei KISS erscheinen, lektoratseitig. Und dann haben wir heute noch eine unserer wunderbaren Autoren und eine wunderbare Kollegin dabei, die sich jetzt am besten selber einmal vorstellen. Anja. Hallo. Achso, okay. Hi, ich bin Anja Omar. Ich bin Autorin bei KISS. Ich bin die Autorin der Sturmtrilogie. Die ersten beiden Bände sind ja schon erschienen und der dritte erscheint dann nächstes Jahr im Januar. Und ich bin selbst sehr gespannt, was jetzt hier alles auf uns zukommen wird und freue mich, hier zu sein. Ich bin Anke Henkel. Ich arbeite auch wie Anne beim Rowohlt Verlag und mache das Marketing für KISS. Und nehme euch heute mit hinter die Kulissen ganz sprichwörtlich und zeige euch den Verlag. Genau, Anke ist heute unsere Außenreporterin sozusagen. Und jetzt würde ich mal wieder meinen Bildschirm teilen für die Präsentation. Und dann können wir als erstes... Okay. Bin ich jetzt weitergeschaltet? Ja, jetzt bekomme ich weitergeschaltet. Hier nochmal der offizielle Titel unseres Workshops und als nächstes gucken wir dann einmal kurz drauf, was wir heute machen. Also wie gesagt, wir haben unsere Station ein bisschen passend zu den Dingen gewählt, die wir erzählen und das ist im Grunde wirklich der Ablauf, wie kommt ein Buch überhaupt zu uns, was machen wir dann mit diesem Buch und was machen wir eigentlich, wenn es erschienen ist. Da wir aber ein Workshop sind, möchten wir auch gern ein bisschen was mit euch zusammen machen. Und da haben wir uns vor allen Dingen zwei Sachen überlegt. Einmal werden wir ein kleines Quiz spielen. Und da ich zumindest beim Spielen immer durch Gewinne motiviert werde, lohnt sich das Mitmachen bei diesem Quiz auch. Die ersten drei Gewinner dürfen sich nämlich ein Wunschbuch aus dem KISS-Programm aussuchen. Wir werden eine kleine Übung zum Thema Texten machen und ihr könnt natürlich jederzeit Fragen stellen. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr euch mit dieser kleinen Handfunktion melden, dann können wir euch mit Video und Ton dazuschalten, wenn ihr das möchtet. Wir nehmen diese Veranstaltung auf. Das heißt, um sie später teilen zu können für alle, die heute nicht dabei sein konnten. Das heißt, wenn ihr euch meldet, müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr hinterher dann auch im Internet landet. Und die zweite Möglichkeit, das anonym zu machen, ist einfach im Q&A-Segment. Da könnt ihr die Fragen einfach eintauchen und angeguckt dann immer mal und unterbricht mich zu gegebener Zeit, damit wir die Fragen beantworten können. Natürlich nicht nur ich, wenn ihr Fragen an Anja habt oder an Anke. Genauso. Gut, das ist der Plan für heute und dann fangen wir mal mit unserer ersten Station an. Da blende ich mich wieder aus, damit ihr mehr seht. Wir gehen jetzt mal ganz metaphorisch. Wie kommt man denn in den Verlag? Und da wir das jetzt wörtlich nehmen, zeige ich euch das. Wir sind hier jetzt im Biberhaus. Wir sind vor einer Weile nach Hamburg gezogen. Wir haben vorher vor Hamburg unseren Verlag gehabt und jetzt sind wir am Hauptbahnhof. Wir haben den dritten und vierten Stock eines sehr schönen alten Gebäudes. Das heißt Biberhaus, weil früher hier eine Knabenschule war und der Herr Biber diese sogenannte Anstalt geleitet hat. Und vor uns war auch das Finanzamt zum Beispiel schon mal hier drin. Darum gibt es noch diese schönen alten Kästen, die wir jetzt mit Buchzitaten immer bestücken. Und es gibt auch noch zum Beispiel einen alten Paternoster. Ich muss euch jetzt erstmal einfangen hier. Der ist allerdings nicht mehr in Betrieb. Und genau, ein sehr, sehr schönes Treppenhaus. Ganz alt. Und wir fühlen uns hier sehr wohl. Und hier geht es dann in den Verlag und in die Station nehme ich euch dann nachher mit. Und ich muss mich natürlich wieder auf laut schalten, damit ich weiterreden kann. Wie kommt ein Buch überhaupt zu uns? Praktisch der
metaphorische Teil. Das machen wir tatsächlich auch nur ganz kurz. Es gibt im Grunde vier Wege, wie ein Projekt, ein Manuskript uns erreichen kann. Entweder schickt man es einfach an den Verlag. Ist allerdings relativ unwahrscheinlich, dass man so an einen Buchvertrag kommt. Das ist in meinen fast 15 Jahren als Lektoratskarriere, habe ich das tatsächlich nur zweimal erlebt und auch nicht bei mir selbst, sondern bei Kollegen. Es gibt den Fall natürlich, wenn man irgendwie jemanden kennt, der im Verlag arbeitet und die Freundin schreibt ein Buch. Es passiert schon mal in Einzelfällen, dass mich eine Kollegin anspricht, hier, könntest du das mal lesen? Weil ich meinen Kollegen sonst ein schlechtes Gewissen gegenüber habe, wenn ich das nicht tue, tue ich das. Das ist der einzige Vorteil dieses Vitamin Bs. Aber trotzdem wird das Manuskript genauso bewertet wie jedes andere. Und tatsächlich in 15 Jahren ist das nur einmal vorgekommen, dass so ein Buch ins Haus gekommen ist. Der allerhäufigste Weg ist tatsächlich über Agenturen oder die Lizenzabteilungen von ausländischen Verlagen. Agenturen sind Agenturen, die deutsche Autoren mit ihren Rechten vertreten. Und Subagenturen machen im Grunde dasselbe für ausländische Autoren oder ausländische Bücher für die Verlage, die sie dort veröffentlicht haben. Und der Grund, warum wir uns das häufiger angucken, ist einfach, dass diese Bücher praktisch schon einmal durch eine Prüfung durchgegangen sind. Agenturen, professionelle Agenturen, verdienen nur Geld an Büchern, Projekten, die sie auch verkaufen, weil sie auf, rein auf Kommissionsbasis arbeiten. Das heißt, sie nehmen auch nur Autoren und Projekte an, von denen sie denken, dass sie sie verkaufen können. Und ebenso im Ausland sind die Bücher schon redigiert, also lektoriert worden. Sprich, die Qualität dieser Einsendung ist einfach deutlich höher und deswegen gucken wir uns die eher an. Die vielleicht interessantere Frage geht an Anja. Wie bist du denn damals zu deiner Agentur gekommen? Wann hast du dich dafür entschieden, nach einer Agentur zu suchen? Und wie bist du da vorgegangen? Genau, also ja, ich habe ja davor, da habe ich ja im Self-Publishing veröffentlicht, also meine Bücher selbst veröffentlicht sozusagen. Und dann hatte ich aber den Wunsch, ein anderes Publikum zu erreichen, ein noch größeres Publikum zu erreichen und halt auch andere Geschichten zu schreiben. Und ja, habe mir dann eine Agentur gesucht, beziehungsweise habe ich von einer Freundin erfahren, dass mein Agent, also Carsten Polzin, dass der sich selbstständig gemacht hat mit einer Agentur und noch Autorinnen sucht, also Autoren und Autorinnen natürlich. Und ja, und dann habe ich mich da mit einem, also es war jetzt nicht so ganz klassisch. Ich hatte jetzt kein aktuelles Projekt, das ich ihm vorstellen wollte. Ich habe quasi mich als Autorin dort vorgestellt und habe ihm meine Projekte vorgestellt, habe, ich glaube, auch ein paar Ideen gepitcht, also Exposés geschrieben und ja, und habe mich dann mit einem Anschreiben bei ihm beworben. Und dann ging das auch relativ schnell, dass ich Antwort bekommen habe, was aber auch nicht immer, also was nicht der Regelfall ist. Es kann auch mal ein bisschen länger dauern. Also da sollte man dann auch nicht erwarten, dass da nach einer Woche was kommt und nicht frustriert sein so schnell. Es kann auch mal Monate dauern. Genau. Und so ist dann bin ich bei meinem Agenten gelandet und dann ging es dann konkret auch in so Projektplanungen und ja, und da war dann eben ein Projekt dabei, das ja, dir, Anne, gut gefallen hat und so kam dann auch die Zusammenarbeit mit KISS zustande. Ja, wunderbar. Dann würden wir jetzt auch mit der ersten Frage weitermachen. Und zwar erklären wir dazu erstmal jetzt, wie das mit, also Quizfrage meine ich damit, wie das mit dem Quiz-Teilnehmen funktioniert. Und zwar haben wir da ein Tool, das heißt Menti. Und da könnt ihr einfach entweder mit einem zweiten Fenster oder mit einem zweiten Gerät, falls ihr am Computer sitzt, ist vielleicht am einfachsten, das am Handy zu machen, auf die Seite menti.com gehen. Und wenn ihr das tut, ploppt sofort zum Fenster auf und da werdet ihr gefragt, einen Code einzugeben. Und diesen Code seht ihr hier, das ist die 87328354. Den müsst ihr dann da eingeben und kommt dann zu unserem Quiz. Und was auch wichtig ist, ihr seht dann nicht sofort die Frage. Die gucken wir uns hier in PowerPoint immer als erstes mal an und wir schalten die Frage dann nämlich frei. Der Hintergrund ist, dass wir haben 5 Fragen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht jemand dabei ist, der alle 5 Fragen richtig beantwortet, obwohl die schon ein bisschen gemein sind, diese Fragen, ist relativ hoch, rein statistisch gesehen. Es geht aber nicht nur um richtige Fragen, es geht auch um schnelle Antworten. Am Ende gewinnt also der am schnellsten und am richtigsten antwortet. Und deswegen machen wir immer diesen Startpunkt so, jetzt ist die Frage freigegeben.
Und ich hoffe, dass ich jetzt lange genug geredet habe, dass alle schon die Chance hatten, sich anzumelden. Dann werden wir jetzt als erstes einmal einen Blick hier auf die Frage werfen. Da erzähle ich nämlich noch zwei Sachen zu. Alle Manuskripte, die kommen, und inzwischen kommt alles digital. Und tatsächlich war das auch schon vor Corona so, dass man so gut wie nie noch englische Bücher als Printausgabe zugeschickt gekriegt hat zum Prüfen. Es war vor 10 Jahren noch ein bisschen anders. Inzwischen kriegen wir alles digital. Und alles, was da kommt, kommt bei mir in einen Ordner in meinem E-Mail-Eingang. Es sind nicht jede einzelne E-Mail, die da drin ist, ist ein Manuskript. Manchmal sind auch Pressestimmen dabei zu Manuskripten, die ich schon habe. Manchmal kriege ich ein Manuskript auch mal doppelt, weil ich es einmal von der Agentur zugeschickt bekomme und einmal von unseren Scouts, die in London, in den USA und in Paris sitzen und dort direkt mit den Verlagen sprechen, um möglichst frühzeitig schon von Projekten zu erfahren. Aber die meisten dieser E-Mails sind tatsächlich Manuskript. Und zweite Information, die ich noch mitgeben wollte, wie gesagt, es baut sich immer ein bisschen was auf, vielleicht auch ein bisschen mehr, je nachdem, was ihr denkt. Ich arbeite seit 5,5 Jahren bei Rowohlt. Also, und jetzt kommen die Antwortmöglichkeiten und dann schaltet Anke auch direkt die Frage frei. Okay. Einmal ganz kurz, hier wird nochmal gefragt oder darum gebeten, den Code nochmal zu zeigen und den Link. Genau. Okay, jeder, der sich noch nicht angewählt hatte, hatte dann natürlich einen Nachteil bei der ersten Frage. Das tut mir leid. Ich hoffe, es sind jetzt alle so weit, dass sie den Code haben und mitmachen können, wenn sie mitmachen wollen. Ich würde noch mal ganz kurz warten. Ich kann hier nämlich sehen, wie viele dabei sind und da kommen gerade noch immer so ein paar dazu. Ich würde noch mal so ein ganz bisschen warten wollen. Okay, dann warten wir noch eine Minute ab. Und wie gesagt, es wird 5 Fragen geben, die machen wir dann alle. Man muss sich nicht jetzt wieder neu anmelden beim nächsten Mal, sondern da kommt dann einfach die Nachricht, die nächste Frage ist jetzt bereit. Und dann kommt dieser Mini-Countdown, den ihr jetzt beim ersten Mal vermutlich ja schon gesehen habt. So. Jetzt bleibst du ziemlich stabil und dann würde ich jetzt die Frage freischalten. Super. Hier sind nochmal die Antwortmöglichkeiten. Und da könnt ihr alle überlegen, wie viele E-Mails bzw. Manuskripte da zum Prüfen wohl warten. Und dann würde ich weitermachen. Manuskripte prüfen. Was für Kriterien spielen eine Auswahl, wenn ich mir einen spielen bei der Auswahl von Manuskripten eine Rolle? Zum einen ist es Pitch und Inhalt. Pitch ist im Grunde nichts anderes als der Inhalt in maximal 2 oder 3 Sätzen zusammengefasst. Das heißt ganz, ganz kurz, worum es geht. Und dieser Pitch ist tatsächlich super wichtig, weil das meistens das ist, was halt auch hinten auf den Büchern steht. Und je individueller und kürzer und knackiger so ein Pitch vermittelbar ist, desto besser lassen sich Bücher in der Regel auch verkaufen. Und dann guckt man natürlich auch auf den ganzen Inhalt. Wie stimmig sind die Charaktere? Wie ist das Setting eingesetzt? Ist alles in sich, baut alles stimmig aufeinander auf? Sind vielleicht noch andere Sachen, die halt für den Pitch keine Rolle spielen, aber andere inhaltliche Elemente drin, die diese Erfahrung als Ganzes noch spannender und ansprechender machen? Das sind so alles Elemente, die man sich anguckt. Und zweite geht es natürlich ums Handwerk. Wie ist der Text stilistisch? Wie werden Perspektiven eingesetzt? Wie ist der Spannungsbogen aufgebaut? Funktioniert das alles schon so gut? Oder bei deutschen Manuskripten, wie viel müsste man gegebenenfalls in der Redaktion noch dran arbeiten? Und sind das Sachen, an denen sich arbeiten lassen? Das sind so die Sachen, die nur das Manuskript selbst betreffen. Ganz wichtig ist bei uns auch das Programmumfeld. Denn ich glaube, eine der Reihen, die wir eingekauft haben mit dem leichtesten und besten Pitch ever, ist zum Beispiel eine Reihe um ein paar Männer, die sich in einem Geheimbuchclub treffen, um dort zusammen Liebesromane zu lesen, um aus diesen Liebesromanen zu lernen, wie man bessere Beziehungen haben kann. Lässt sich wunderbar und schnell pitchen. Wenn ein halbes Jahr, nachdem ich diese Reihe akquiriert hätte, noch eine weitere Liebesromanreihe um einen Buchclub von Männern gekommen wäre, hätte ich die nicht einkaufen können, egal wie gut mir das gefallen hätte, weil sich diese beiden Bücher bei uns im Programm gegenseitig kannibalisieren würde, weil sich dann vermutlich Leser und Buchhändler nur für das eine entscheiden. Da muss man also einfach gucken, dass die Bücher insgesamt in einem Programm auch individuell sind und nicht zu ähnlich sind, damit sie alle gut für sich alleine stehen können. Dasselbe geht auch mit dem größeren Blick auf das, was die Konkurrenz macht und das Marktumfeld. Auch da will man natürlich nicht
Sachen veröffentlichen, die jemand anders exakt in genau der gleichen Weise auch schon mal so gemacht hat. Und ein anderes Beispiel ist natürlich, dass man auch guckt, wo liegen gerade die Leserinteressen, welche Bücher werden allgemein viel nachgefragt und welche vielleicht weniger. Ein Beispiel, was ich gerne habe, ich bin ja so ein kleiner Nerd, mag privat auch durchaus Science Fiction. Und ich habe vor etlichen Jahren, als ich noch nicht bei Robert und Kiss gearbeitet habe, habe ich zwischenzeitlich auch mal Jugendbücher betreut und habe damals ein Jugendbuch über schwangere Teenager, die von Aliens entführt werden, plus Liebesgeschichte gelesen. Ich habe mich gecoolt bei diesem Buch. Ich habe das heiß und innig geliebt. Aber romantische Science-Fiction lesen gefühlt 3 Menschen in Deutschland. Ergo, so sehr ich dieses Buch damals auch geliebt habe, habe ich es nicht akquiriert, weil romantische Science-Fiction sich in Deutschland unmöglich verkauft. Das heißt, sowohl, was machen die anderen, bedient man einen Trend oder ist das vielleicht das Buch zu viel, dass der Trend dann abschwächt oder gibt es da überhaupt was oder manchmal versucht man auch was Neues zu schaffen. Und wenn irgendein Verlag es irgendwann mal schaffen sollte, romantische Science Fiction durchzubringen, bin ich der Erste, der sie anfeuert. Und dann gibt es natürlich auch noch subjektive Kriterien, die natürlich irgendwie immer ein bisschen schwierig sind, weil als Lektor ist es mein Job, Bücher für den Verlag zu finden, die sich gut zu verkaufen, die sich vermeintlich gut verkaufen. Das wissen wir natürlich immer erst, wenn das Buch raus ist, nicht wenn wir es akquiriert haben. Aber so ganz kann ich mein persönliches Empfinden natürlich nicht rausnehmen, was dazu führt, dass wir bei Kiss zum Beispiel so gut wie keine Dark Romance oder Bully Romances haben, weil ich dazu tendiere, wenn ich diese Bücher lese, spätestens auf Seite 60 an die Wand zu schmeißen, weil mir die Protagonisten so annerven oder im Zweifelsfall, weil ich die Beziehung so toxisch finde, dass ich nicht finde, dass man das vertreten kann. Es ist natürlich nichts daran ändert, dass es trotzdem sehr, sehr, sehr erfolgreiche Beispiele für solche Bücher auf dem Buchmarkt gibt. Ja, also wie gesagt, man muss immer gucken, aber bei KISS nehmen wir uns tatsächlich dadurch, dass wir auch so ein kleines Programm haben, die Freiheit raus, wirklich zu sagen, dass wir auch Bücher, von denen wir zu 100% sowohl objektiv als auch subjektiv überzeugt sind, veröffentlichen. So, und damit wären wir auch schon bei der zweiten Station, nämlich am Empfang. Dann nehme ich euch wieder mit. So, wir sind jetzt im Verlagsgebäude und dann zeige ich euch jetzt zuerst natürlich, wie es aussieht, wenn man reinkommt. Hier sitzt immer unsere Kollegin Annette, die ganz fabelhaft ist und den Verlag bestens im Griff hat. Es gibt immer schöne, frische Blumen. Hier kann man dann, wenn man uns besucht, kurz warten, falls man einen Termin hat. Und da liegen natürlich auch immer unsere neuen Bücher. Und dann zeige ich euch noch so ein kleines Herzstück bei uns. Hier stehen natürlich alle Novitäten. Es gibt sowieso extrem viele Bücherregale in diesem Haus. Wir zeigen euch nachher noch ein paar mehr. Und hier stehen die ganz aktuellen Bücher in 2 Regalen. Also man hat gleich schon einen sehr schönen Einblick, wenn man überhaupt das Haus betritt. Und demnächst steht dann genau an dieser Stelle auch wieder der traditionelle Buchtannenbaum, den unsere Kolleginnen immer jedes Jahr aufbauen. Darauf freue ich mich auch schon, das ist immer sehr schön. Also willkommen im Verlag. Und dann wären wir jetzt beim nächsten Punkt, wenn das Prüfen abgeschlossen ist und ich etwas großartig finde, wie funktioniert eigentlich so eine Akquise? Wie gesagt, erstmal lesen und so ein zweiter Punkt während des Lesens ist natürlich auch Informationen über das Projekt einholen. Ist es ein Debüt? Hat die Autorin vorher der Autor schon vorher was veröffentlicht? Gibt es sonst irgendwelche Faktoren, die relevant sind? Das guckt man sich erstmal alles an. Und dann ist der zweite Punkt, muss ich gerade gucken, dass ich das Ganze mit meinen Kollegen bespreche. Erstmal nur mit den anderen Lektorinnen und Lektoren. Wir machen einmal in der Woche eine Redaktionskonferenz. Da erzähle ich dann alles, was ich über das Buch, was ich da gelesen habe, was ich davon halte und warum ich das gerne für unser Programm akquirieren möchte. Und dann geben sozusagen meine Kollegen ihren Senf zu. Entweder indem wir auch alle ganz begeistert sind oder Dinge ansprechen und fragen, an die ich vielleicht selber noch nicht gedacht habe. Das ist sehr wertvoll, wenn man so erstmal nochmal eine ganz andere Perspektive bekommt. Und wie gesagt, auch vielleicht nochmal über Dinge nachdenkt, die man vorher selber noch nicht auf dem Schirm hatte. Weil wenn wir alle denken, wir finden das gut und wir finden das bei unserem Programm gut, kommt der nächste Punkt, dass ich mir eine sogenannte Projekteinschätzung geben lasse. Da gehe ich zu einer Abteilung, die bei uns Produktmanagement heißt. Sie ist an den Vertrieb angegliedert. Denen erzähle ich auch alles über so ein Projekt.
Und die geben mir dann eine Einschätzung, was sie denken, wie viele Bücher wir davon verkaufen können. Und mit dieser Zahl mache ich dann eine Kalkulation. Denn ja, wir müssen mit den Büchern Geld verdienen. Wenn wir das nicht tun würden, würde es uns als Verlag nicht mehr lange geben. Das heißt, diese Kalkulation muss am Ende schwarz aussehen im Idealfall. Es gibt auch Einzelbeispiele, wo wir tatsächlich mal Bücher veröffentlichen, von denen wir wissen, dass wir damit Geld verdienen. Wenn es der letzte Band einer Reihe ist und wir sagen, wir können vorher nicht abbrechen. Aber das können wir uns halt einfach nicht häufig leisten. Wir tun es häufig genug, weil wir einfach Projekte falsch einschätzen und das Interesse bei Lesern doch nicht da ist. Dafür gibt es häufig genug, Gott sei Dank, auch Projekte, bei denen das Interesse größer ist, als wir dachten. Das muss ich halt einfach die Waage halten. Und wenn ich kalkuliert habe, kommt der nächste Punkt. Das ist, bei uns heißt das Umlauf. Das heißt, dass ich diese Kalkulation zusammen mit einem Text über das Projekt an unsere Geschäftsführung, an unsere Verlegerin und unseren kaufmännischen Geschäftsführer schicke. Die gucken sich das dann an und sagen im Idealfall, ja, finden wir gut, darfst du einkaufen. Jetzt habe ich euch mal mitgebracht, wie das damals bei Anja aussah. Da war nämlich tatsächlich einer der entscheidenden Punkte, auf den ich in diesen Texten eingegangen bin, dass es deutsche Settings hatten. Das hatten wir vorher bei KISS noch nie gemacht. Das war damals im Roman-Genre insgesamt noch sehr selten. Es gab nur eine andere Reihe mit auch deutschen Settings. Und das fanden wir super spannend. Nebenbei hat Anja ja schon erzählt, sie kommt aus dem Self-Publishing, war da schon sehr erfolgreich. Das war für uns als Verlag natürlich auch sehr spannend. Und tatsächlich war dieser Text auch noch länger, aber der würde die Antwort auf die nächste Frage verraten, wo ich was über den Text selber geschrieben habe von Anja. Deswegen habe ich ihn da ein bisschen abgebrochen. Das nur mal so als Beispiel, wie sowas aussehen kann bei uns. Und wenn das alles durch ist, dann kommt tatsächlich die Verhandlung mit der Agentur zu den Rechten. Das kann von ganz einfach bis sehr kompliziert werden, je nachdem, mit wie vielen anderen Verlagen man sich um so Rechte prügeln muss. Im Fall von Anja hatte sie am Ende zwei Angebote vorliegen, zwischen denen sie sich dann entscheiden konnte und hat sich Gott sei Dank, wobei ich nach wie vor sehr, sehr glücklich bin, für uns entschieden. Und Anja, vielleicht könntest du hier nochmal erzählen, wie das damals für dich war und vielleicht was auch der ausschlaggebende Faktor war, für uns zu kommen. Nicht, dass ich jetzt nicht Bauchpinseln lassen möchte. Ja, also das war sehr aufregend. Ich habe mir das ja auch nicht so vorgestellt. Ich habe halt gedacht, also erstmal hofft man ja, dass überhaupt irgendwer Interesse hat. Und dann ist es natürlich, wenn dann gleich mehrere Interesse haben. Also es waren ja, ganz am Anfang waren ja noch zwei weitere Verlage. Also da ging es dann nicht konkret um dieses Projekt, sondern noch um andere Dinge. Und dann war das ja dann ganz konkret halt die Sturmtrilogie. Und ja, also bei mir war halt wirklich ausschlaggebend, dass ich halt, also man hat ja so seine Wunschverlage, und KISS war halt mein Wunschverlag. Und das Witzige ist daran, das ist so eine kleine Anekdote, ich habe das ja am Anfang gar nicht verstanden, als mein Agent mir erzählt hat, dass Rowohlt Interesse hat. Und da habe ich gedacht, ja, okay, na gut, besser als gar nichts. Bis ich dann verstanden habe, dass Rowohlt ja KISS, also ich wusste das eigentlich, aber ich war so fixiert auf diesen, auf den Namen KISS, dass ich das, was mein Kopf das nicht hinbekommen hat. Und dann war das so, ja gut, dann halt nicht KISS. Also so. Und dann ist ja dann, später habe ich dann gemerkt, oh mein Gott, das ist ja doch KISS. Und dann habe ich ihm, glaube ich, ich weiß gar nicht, was ich ihm gesagt habe, glaube ich, gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann hatte ich so Angst, dass ich ihm gesagt habe, er soll irgendwie nicht absagen, aber. Ich glaube, ich habe dann sofort zu meinem Telefon gegriffen und gesagt, Carsten, hast du das schon geantwortet? Was hast du denen gesagt? Ich habe gar nicht verstanden, dass das KISS ist. Sag denen bitte ja oder irgendwas. Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe, aber ich war dann erstmal so, hatte so ein bisschen Panik, weil ich befürchtet habe, dass ich da irgendwie, dass er das quasi an euch kommuniziert, dass ich, ja, dass es mir im Endeffekt, dass ich jetzt nicht so aufgeregt bin. Ja, und dann mit den Verhandlungen, das ist natürlich super spannend und vor allen Dingen ist aber das ja auch komplett neu für mich, dann zu gucken, ja, nach welchen Kriterien. Also man möchte ja dann auch so ein, auf der einen Seite hat man ja so Kopf und Herz und ich bin ja auch so ein totaler Herzensmensch, aber kopfmäßig hat das halt auch irgendwie alles ganz gut funktioniert.
Und was mir halt auch sehr geholfen hat, das würde ich jetzt auch allen empfehlen, die den gleichen Weg einschlagen wollen, dass man sich auch wirklich persönlich, also dass man halt auch mal telefoniert, das haben wir ja gemacht und auch wirklich lange, und dass man dann auch wirklich alle möglichen Fragen stellt und so, weil die menschliche Seite muss ja auch also zu 100% passen, sonst ist es halt echt schwierig, und das halt hat auch gepasst, und deswegen, ja, sprach für mich nichts dagegen, und das hat ja dann auch Gott sei Dank alles geklappt. Ja, da freue ich mich auch nach wie vor sehr, sehr drüber. Und die Anekdote kannte ich gar nicht. Total witzig, weil ich meine, normalerweise ist es umgekehrt. Der große, imposante Rowohlt Verlag und das kleine Kiss, was wir da noch anhängen sind. Die meisten nehmen es tatsächlich umgekehrt wahr. Deswegen finde ich das total schön. Ja, weil ich hatte das ja, Kiss ist ja dann halt Romance. Und bei Rowohlt hatte ich halt nicht diesen Romance-Aspekt. Deswegen habe ich halt, hatte ich das in dem Moment, habe ich das irgendwie nicht geschnallt. Ja, macht auch total Sinn. Ich meine, die meisten Leser wissen vermutlich auch nicht, dass wir zu Ruhe kommen. Also von daher ist es überhaupt nicht überraschend, aber trotzdem charming. Darf ich zwei Fragen reinstellen aus dem Chat? Ja. Nämlich einmal die Frage an Anja, bei welcher Agentur du bist und ob du weißt, ob dein Agent noch neue AutorInnen annimmt. Genau, ich bin bei Textbaby, heißt die Agentur, bei Carsten Polzin. Und also nach meinem Wissensstand ist der immer auf der Suche nach AutorInnen und oder jetzt auf jeden Fall noch und nach guten Geschichten. Ja, also einfach mal probieren, einfach mal bewerben, auf jeden Fall auf der Seite nachgucken, was denn da gefordert wird, damit man nicht einfach irgendwas verschickt, sondern auch wirklich nur das, wonach gefragt wird, und das dann auch wirklich dann genau ausführlich und so fehlerfrei wie möglich und so weiter. Genau, ja. Die zweite Frage geht an Anne. Ob du ein Beispiel geben kannst, eines der Bücher, das so überraschend erfolgreich war, dass die Voraussage, die getan wurde, das übertroffen hat? Okay, bei KISS haben wir jetzt noch leider keinen so einen Erfolg gehabt, der uns komplett aus den Socken gehauen hat. Wir haben einige sehr erfolgreiche Bücher gehabt, aber das durchaus in dem Rahmen, den wir erwartet haben. Bei Rowohlt gibt es natürlich solche Geschichten. Also jetzt im Rahmen der Tonino Story Days hat Miriam Georg auch eine Veranstaltung, ich glaube, die ist sogar parallel zu unserer, das heißt, man kann da nicht gleichzeitig jetzt drinnen sein. Miriam Georgs Bücher waren definitiv ein Erfolg, mit dem wir gerechnet haben, aber nicht in dem Maße. Und ich meine, die Story ist jetzt auch schon uralt, aber als wir damals Jojo Moyes übernommen haben, Rowohlt, die ja jetzt eine der größten Autorinnen des Hauses ist, und damals vorher bei einem anderen deutschen Verlag hatte und da gerade ein paar tausend Exemplare verkauft hatte, also mit einem sehr negativen Track Record zu uns ins Haus kam und dann natürlich dieser übergroße Erfolg geworden ist. Also das wären zum Beispiel zwei Beispiele, eine aus der Rowohlt-Historie und eins aus der jüngeren Geschichte. Wie gesagt, bei KISS warten wir noch darauf, dass wir dieses eine Buch haben, das uns komplett aus den Socken hauen, weil es dann 10 Wochen auf der Bestsellerliste ist. Aber da arbeiten wir dran. Und ihr Leser müsst das, seid natürlich vor allem die das entscheiden. Okay, so. Das kommt jetzt die nächste Frage. Bevor wir die freischalten, werde ich euch einen Moment Zeit geben, die Antworten zu lesen. Die sind nämlich ein bisschen länger. Anne, könntest du bitte noch einmal zu der Folie zurückspringen, bei der Menti-Code drauf ist? Das fragten mehrere Leute im Q&A, ob wir das bitte noch einmal zeigen können, bevor es gleich weitergeht damit. Da ist sie. Vielleicht können wir den, kann den jemand kopieren und in den Chat reinschreiben? Dann kann man ihn vielleicht einfach kopieren. Kann ich das? Nee. Ja, das wird hier gerade parallel gemacht. Genau. Dann könnt ihr euch das aus dem Chat rauskopieren. Dann würde ich wieder zur Frage nach vorne gehen. Ach, jetzt sind auch. Also im Grunde ist es die Frage, wie viel Textbasis damals da war, als wir das Angebot für Anja gemacht haben. Und die Fragen sind jetzt im Grunde aufgeteilt von 1 ganz wenig bis zu 4 viel. Also ihr seht die Antworten. Band 1 ist Exposé für Band 1 und 2 und eine Idee für Band 3. Die zweite Antwortmöglichkeiten ist Exposé für alle 3 Bände und eine Leseprobe. Dann Exposé für alle 3 Bände und ein vollständiges Manuskript. Und Exposé für alle 3 Bände, ein vollständiges Manuskript für Band 1 und noch eine Leseprobe für Band 2. Was glaubt ihr, wie viel lag schon vor, als wir damals das Angebot gemacht haben? Und wir waren ja nicht die Einzigen. So, dann Anke, freischalten bitte. Alles klar. Wenn ihr antwortet, können wir eigentlich auch schon mal weitermachen. Und ich blende mich mal wieder aus.
Und Anke ist vermutlich schon im Konferenzraum. Genau. Ich warte einmal kurz, weil ich hier den Countdown sehen kann, bis alle geantwortet haben. Das wäre jetzt vorbei. Es gab sehr unterschiedliche Antworten, sehe ich hier gerade. Aber die Auswertung schauen wir uns später an. So, jetzt sind wir im Konferenzraum. Bei uns ist es so, wir haben relativ viele Räume, in denen wir uns treffen können. Das können wirklich kleine Räume sein. Das können auch mal nur Sitzgelegenheiten mit einem schönen Tisch sein. Das können Stehtische sein. Und unser größter Konferenzraum, da bin ich jetzt gerade drin, das ist der sogenannte Tucholsky. Wir haben unsere Konferenzräume nämlich nach verstorbenen AutorInnen benannt. Und das ist irgendwie auch so eine schöne Art, da nochmal zu erinnern. Und wir nennen ihn liebevoll auch den Tucho. Jetzt sind wir also im Tucho und ich zeige euch mal, wie der aussieht. Wir haben eine, oh, es blendet sehr, ich laufe vielleicht einmal auf die andere Seite. Hier sehen wir nochmal ein paar Bücher, die wir immer ausstellen. Auch spannend, hier haben unsere Ausgaben aus dem Ausland Platz gefunden. Also wenn unsere Bücher übersetzt werden, bekommen wir ja Belege. Und hier stöber ich auch immer sehr gerne, weil es sehr spannend ist, mal die anderen Cover zu sehen. Hier haben wir noch ein Kunstobjekt. Und das ist die lange Tafel, an der wir dann sitzen. Hier wurden zum Beispiel sehr, sehr viele Cover-Konferenzen abgehalten, damit wir gucken konnten, welcher Entwurf gefällt uns denn jetzt am besten. Und man muss aber auch sagen, dass wir natürlich seitdem Corona da ist, nicht mehr ganz so viel in Präsenz uns treffen, auch wenn es sehr schade ist, weil unsere Räume sehr schön sind. Aber die Sicherheit geht natürlich vor und vor Corona waren wir auf jeden Fall immer bei unseren Coversitzungen. Und ich habe noch einen Fun-Fact mitgebracht. Es gibt aber keinen Raum, in den wir alle reinpassen. Also wir sind so viele Mitarbeitende hier, dass wir keinen Raum haben, in den wir passen, sodass wir zu Gelegenheiten, bei denen wir uns alle sehen wollen, zum Beispiel bei Betriebsversammlungen, dann hier in die Nachbarschaft ausweichen. Wir waren zum Beispiel schon im Ohnsorgtheater, was sehr lustig war mit der Kulisse. Wir waren auch schon in der Kunsthalle. Und genau, dann habt ihr jetzt mal einen Konferenzraum gesehen und Anne nimmt euch jetzt praktisch mit auf die Cover-Konferenz. Genau. So, sehr schön. Präsentation steht wieder. Das ist immer das, woran ganz viel Interesse ist. Wie entsteht überhaupt ein Cover? Also es fängt erstmal damit an, dass wir einen Titel brauchen. Weil bevor wir keinen Titel haben, können wir auch keine Cover gestalten. Das war bei Anja tatsächlich relativ simpel, würde ich sagen. Ich habe eine längere Liste mit Vorschlägen erstellt und es war von Anfang an klar, wir haben deutsche Settings, ergo müssen sie auch deutsch sein. Da habe ich am Anfang ein bisschen mit gehadert, weil ich habe ständig immer nur englische Romans-Titel mir ausgedacht und stand dann plötzlich davor und brauchte einen komplett deutschen. Aber als es dann erstmal losging, waren da, glaube ich, ein paar Ideen drauf, die ich dann mit Anja abgesprochen habe. Wir hatten ein paar Favoriten, aber eigentlich waren die wir jetzt ausgesucht haben, nämlich Regenglanz, Nebelstimme und Gewitterleuchten, von Anfang an unsere Lieblingsvariante und fanden die Kollegen dann auch alle gut und dann hatten wir einen Titel. Um dann auf ein Cover zu kommen, braucht man als nächstes ein Briefing. Das heißt, unsere Cover werden von Grafikagenturen erstellt und denen müssen wir natürlich sagen, wie soll denn das Cover aussehen? Was stellen wir uns denn da vor? Die kriegen ein paar Infos zum Inhalt und zur Zielgruppe mit. Das wichtigste Dokument ist aber das sogenannte Briefing und bei Anja sah das so aus. Das heißt, ich schreibe erstmal grundsätzlich rein, was für ein Genre ist es, weil auch wenn es KISS-Bücher sind und es klar ist, dass es Liebesromane und Romance sind, gibt es ja auch innerhalb der Romance unterschiedliche Subgenres. Wichtige Information für Grafiker ist auch immer, ist das ein Standalone, ist das eine abgeschlossene Serie oder ist das eine Serie, die theoretisch noch für 10 Bände erweiterbar sind? Denn praktisch ein Standalone muss man sich gar keine Gedanken um Folgebände machen. Bei einer abgeschlossenen Serie weiß man, für wie viele man sich Gedanken machen muss. Wenn es nicht abgeschlossen ist, heißt das, dass das rein Konzept theoretisch für 7, 8, 10 Bücher erweiterbar sein muss. Und das funktioniert natürlich nicht mit jedem reinen Konzept. Es gibt Briefings, die dann da abbrechen, weil Grafiker sind ja auch Kreative, die selber Ideen haben und tatsächlich ermuntern wir unsere Grafiker dazu, auch wenn sie Ideen zu Projekten haben, uns die zu zeigen. Ich tendiere dazu, in meinen Briefings allerdings auch immer konkrete Motivvorschläge zu geben. In diesem Fall hatten wir uns das auch zusammen überlegt, weil das Briefing wird natürlich mit den Autoren, in diesem Fall mit Anja, abgesprochen, damit die hinterher keine Coverentwürfe kriegen und aus allen Wolken fallen. Dass wir ganz gerne Tattoo-Motive, sowas Geometrisches mit Dotwork-Stil haben wollten. Und da finden sich dann Hinweise 1 und Hinweis 2 für die Grafiker, dass diese Tattoo-Motive tatsächlich aus dem Inhalt kommen, weil die drei Protagonistinnen Freundschaftstattoos haben.
Und steht dann aber zum Beispiel auch drin, wie genau diese Tattoos aussehen. Da sind wir noch offen. Da haben Anja und ich gesagt, das können wir dann hinterher im Text anpassen, damit die Grafiker bei der Motivsuche möglichst frei sind. Und die zweite Sache ist, Beispiele zeige ich euch gleich, die wir den Grafikern mitgegeben haben, dass wenn Landschaften verwendet werden in diesen Tattoos, müssen die natürlich zum Setting der Bücher passen, sprich Norddeutschland. Diese Beispiele haben wir mitgegeben. Da sieht zum Beispiel auch, dass da Berge drauf sind. Deswegen haben wir ganz bewusst diesen Hinweis gegeben, es dürfen keine Berge drauf, weil Berge haben wir hier in Norddeutschland, nun mal nicht. Genau, und dann wollten wir das Ganze vor einem Hintergrund haben. Da seht ihr auch schon Wolkenhimmel, eventuell Glas mit Regentropfen. Die Cover zeige ich gleich. Das ist schon dieses Cover sehr, sehr, dieses Briefing sehr, sehr konkret bei den Covern hinterher umgesetzt worden ist. Dann kommt etwas, was ich ein bisschen kleiner geschrieben habe, weil das tatsächlich nicht allgemein gilt, sondern das machen wir bei KISS, einen sogenannten Schulterblick. Da nehmen uns die Grafiker also mit in den Entwicklungsprozess. Man braucht da Abstraktionsvermögen, weil die Cover einfach noch nicht fertig sind und auch noch nicht in dem Zeitpunkt in der Regel noch nicht so richtig gut aussehen. Und wenn man kein Abstraktionsvermögen hat, sagt man gegebenenfalls, ey Grafiker, was macht ihr uns denn da für scheiß Vorschläge? Es ist also schon wichtig, dass man da mit dem richtigen Auge drauf guckt. Und deswegen machen wir das auch nur in sehr kleinen Gründen. Und da wir bei KISS ein kleines Team sind, funktioniert es da gut. Und tatsächlich hat das in diesem Fall super gut funktioniert, weil wir schon zwei Hintergründe gefunden hatten. Und einen dritten, der war lila, der gefiel uns nicht. Den wollten wir noch austauschen und es war zu dem Zeitpunkt auch klar, wir haben Motive eingesetzt, die freien Datenbanken verfügbar sind, dass das für das, was wir wollten, nicht funktioniert und dass wir jetzt praktisch ein Layout von dem Cover haben. Aber wir gehen jetzt an jemanden ran, der uns diese Motive für die Tattoos illustriert. Und da sind wir dann an eine Hamburger Tattoo-Künstlerin herangetreten, die uns die drei Motive tatsächlich individuell für die Bücher angefertigt hat. Und haben die dann hinterher in die Cover eingesetzt. Und zu dem Zeitpunkt, Anja, wir haben dir das damals gezeigt, schon die Schulterblick-Variante, weil wir da tatsächlich schon vergleichsweise weit waren. Und ich weiß noch, dass du gesagt hast, okay, ja, den Lila im Hintergrund finde ich auch nicht gut, aber bitte trotzdem was Lilanes. Das ist meine Lieblingsfarbe. Und so gesehen waren dann die finalen Cover für dich auch keine so große Überraschung mehr, weil du in dem Fall halt einfach schon die Entwicklungsstadien gesehen hast. Und es war tatsächlich eine der einfachsten Coverentwicklungen mit, weil wir ganz früh einen Treffer hatten. Alle Kollegen auf der internen Coverpräsentation haben gesagt, ist super. Dann geht es natürlich immer wichtiger Punkt, Absegnung durch die Autorin. Du kanntest die ersten Entwürfe schon und die finalen waren dann auch schön. Und tatsächlich, wie gesagt, haben wir da gar keine Alternativen gehabt, weil uns diese ersten Entwürfe super gefielen. Wir haben nur noch 10 unterschiedliche Schriften ausprobiert, bis wir die hatten, die uns am besten gefielen. Und dann so ein Punkt, der normalerweise keine Rolle spielt, den ich aber zumindest erwähnen wollte, ist Feedback von Handel und Leserin. In ganz einzelnen Fällen kann das mal passieren, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, dass die sagen, ja, das Projekt finden wir interessant, aber euer Cover finden wir scheiße. Und wenn sich daran anhängt, naja, mit diesem Cover bestellen wir 500 Bücher vor, wenn ihr das Cover ändert und es gefällt uns, bestellen wir 1500 Bücher vor, kann das passieren, dass wir das Cover noch ändern in der Rücksprache mit unseren Großkunden. Das ist mir, glaube ich, einmal bisher passiert. Und da ich tatsächlich die Überarbeitung hinterher auch besser fand, das ist ganz gut. Und was mir noch nie passiert ist, ist, dass wenn wir irgendwas in die Öffentlichkeit gehen und ihr als Leserin findet alles ganz furchtbar, das bringt dann natürlich auch nicht wirklich viel, das Cover so beizubehalten. Es ist uns, wie gesagt, noch nie passiert, falls jemand die Kontroverse um die Tintenwelt neu Cover von Cornelia Funke mitbekommen haben sollte. Das wäre so ein Beispiel, wo ich meine Hand dafür ins Feuer lege, dass Oettinger die nicht so drucken wird. Und jetzt zeige ich euch noch schnell die Cover, falls ihr sie nicht eh schon kennt. So sehen sie aus. Wir haben gesagt, war super einfach, ging super schnell. Wir lieben sie, glaube ich, alle. Anja, an dieser Stelle. Ich rede viel, aber sag doch auch gerne noch was dazu, wie das aus deiner Perspektive war. Ja, also man hat ja, vielleicht kann ich das so ein bisschen verknüpfen mit einer Frage, wenn das okay ist, weil da ja auch die Frage ist, ob wir Mitspracherecht haben. Also ich denke, das ist von Verlag zu Verlag auch irgendwie anders. Aber jetzt in dem Fall hatte Anne ja auch schon so ein bisschen erzählt, dass ich da auch wirklich sehr früh mit eingebunden wurde, auch was Titel angeht, also ja direkt von Anfang an, in welche Richtung, was ich mir so vorstellen kann. Ich durfte ja auch irgendwie selber so Tattoo-Motive googeln und gucken und so weiter. Also es war wirklich richtig gut. Und
Ja, also die größte Sorge ist natürlich, dass was passiert, wenn es einem gar nicht gefällt. Also, und dann war da auch noch das Fiese. Ich glaube, du hattest mir das als allererstes gezeigt. Ich glaube, waren das die ersten Entwürfe? Das war auch noch per Video, oder? Das kann das sein. Ja, und da habe ich natürlich gedacht, okay, bitte lass deine Gesichtszüge nicht entgleiten, falls du es nicht magst. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich habe es dir per Video gezeigt, weil ich dir den Schulterblick gezeigt habe. Das mache ich normalerweise nicht. Normalerweise kriege ich vorhin frühestens finale Entwürfe zu sehen. Ja. Und deswegen wollte ich das, glaube ich, so ein bisschen vermitteln. So, das ist noch alles nicht final, sondern das ist nur die Richtung. Genau. Deswegen habe ich es, glaube ich, im Video gemacht und nicht einfach weiter. Ja, aber das ist ja dann auf jeden Fall schon mal eine Richtung. Und ich habe nur gedacht, oh, bitte, 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 lass das gut sein. Und ich konnte mir dann schon echt super viel vorstellen. Also das war ja dann... Irgendwie habe ich dann irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen, was das, worauf das hinausläuft. Und das war ein gutes Gefühl. Und dann wurde es ja auch dann, ich glaube, ja, dann habe ich, glaube ich, nochmal was gezeigt bekommen und danach schon das Final, die finalen Cover. Und ich liebe sie so, so sehr. Und ich weiß auch immer nie, also aktuell, also eigentlich ist ja das letzte Cover mein Lieblingscover, weil es lila ist. Das ist ja schon mal... Das ist einfach klar. Aber während ich an Nebelschimmer geschrieben habe, war Nebelschimmer mein Lieblingscover. Und während ich an Regenglanz geschrieben habe, war Regenglanz mein Lieblingscover. Also ich denke, das wird sich rauskristallisieren, wenn die Reihe komplett abgeschlossen ist und ein paar Monate vergangen sind. Dann werde ich, glaube ich, die finale Antwort geben können. Ja, aber sie sind einfach wirklich schön. Sie sind total atmosphärisch. Und ja, ich kann mich gar nicht an den Satz sehen. Ich habe sie ja auch bei mir im Arbeitszimmer groß als Bilder hängen. Ja, ich finde sie einfach immer noch traumhaft schön. Ja, das geht uns auch so. Alles klar, das war der Punkt Coverentwicklung. Eine Frage kommt rein, die ich ganz spannend finde. Wie entscheiden wir, ob wir ein englisches / amerikanisches Cover oder auch abgewandelt übernehmen? Und wann machen wir ein komplett neues Cover? Also das machen wir praktisch beim Briefing. Wenn es Entwürfe gibt, die mir als Lektorin erstmal gut gefallen, dann bringe ich das mit in die Runde, wo ich mit den Kollegen, mit Vertrieb und Marketing das Coverbriefing bespreche. Die Kollegen sind in der Regel auch vorbereitet. Das heißt, selbst wenn ich es doof finde, was einem der anderen gefällt, kann das auch passieren, dass der Vorschlag von denjenigen kommt. Und dann diskutieren wir darüber, ob wir ein amerikanisches Cover für den deutschen Markt als gut und angemessen finden. Denn tatsächlich funktionieren Genre-Konventionen in unterschiedlichen Märkten teilweise ganz unterschiedlich, denn die Leser müssen in erster Linie erstmal das Cover in das richtige Genre einordnen können. Also man will ja, dass das, also unsere Cover bei Chris sehen sollen alle romantisch aussehen, damit man weiß, man kriegt eine Liebesgeschichte. Grundsätzlich, die Fantasy nehmen wir da jetzt vielleicht mal raus. Fantasy-Romans, die wir veröffentlichen, die dürfen vielleicht auch ein bisschen spannungsgeladener aussehen. Wir haben tatsächlich das erste Mal amerikanische Cover jetzt im neuen Programm übernommen. Einmal Fantasy-Cover, die tatsächlich einfach sehr, sehr gut sind. Und Fantasy-Cover in Deutschland und in den USA sind sehr ähnlich. Women's-Cover sind super unterschiedlich in den USA und in Deutschland. Da haben wir jetzt das erste Mal tatsächlich illustrierte Cover übernommen, weil die Bücher, es geht um Tessa Bailey, It Happened One Summer, über große TikTok-Hype-Titel waren mit 160 Millionen Views für It Happened One Summer. Und da erhoffen wir uns eine Wiedererkennbarkeit, auch wenn die Cover für das deutsche Genre Romans mit den Illustrationen ziemlich ungewöhnlich sind. Also das sind die Diskussionen, die wir dann so im Verlag führen. Und kannst du kurz beantworten, was eine Fahne, eine Druckfahne ist? Ja, das mache ich später. Da kommen wir. Und eine Frage noch an Anja. Hast du dir die Motive stechen lassen? Ach so, nein, habe ich noch nicht. Ich überlege tatsächlich. Aber das sind ja drei, also es sind ja in den Cover-Motiven, also in diesen Dreiecken, sind ja immer verschiedene Motive drin. Also bei Alissa ist es ja so dieser Regen, diese Regenwolken quasi. Bei Nebelschimmer sind das ja diese Wellen. Und bei Gewitterleuchten ist es halt so ein Baum und so eine Landschaft irgendwie. Und die haben halt alle drei gemeinsam, dass da so drei Schwalben sind. Und deswegen müsste ich halt gucken, okay, wie kann ich das kombinieren? Oder ich mache halt was ganz Eigenes und bin dann einfach so die vierte Person in der Clique. Das muss ich mir noch überlegen. Ja, eigentlich wollen wir alle in Wahrheit gern die vierte Person sein, weil die drei so toll sind. Ja. Okay, so. Anke, du stehst nicht bei mir vor der Tür, oder? Nein.
Dann muss ich es jetzt angeschlossen, also mein Büro ist jetzt nächste Station und das Problem ist, ich brauche zwei Bildschirme, damit ich einerseits auf dem kleinen Laptop-Bildschirm euch sehen kann. Und die ich kann aber kurz zu dir kommen, Anne. Ja, dann bin ich aber schon fertig, wenn du kommst. Also. Wir können sonst noch, während ich laufe, zwei Fragen beantworten. Ach, okay. Nämlich, wie roh ist ein Manuskript, wenn es ins Lektorat kommt? Weil man sagt ja immer, das Rohmanuskript wird abgegeben. Naja, jedes Manuskript, das noch nicht lektoratsmäßig bearbeitet ist, ist erstmal ein Rohmanuskript. Und es ist ganz unterschiedlich von, also die Zusammenarbeit mit jeder Autor, Autorin ist individuell. Es gibt welche, die schicken mir schon mal 100 Seiten, weil sie gerne ein Zwischenfeedback haben wollen. Und es gibt andere, die schicken mir tatsächlich erst alles, wenn sie das mit sich und mit den Testlesern komplett ausgemacht haben, bevor ich irgendwas zu sehen kriege. Und da mische ich mich in der Regel auch nicht ein. Das ist mir wichtig, dass die Autoren so arbeiten, dass sie sich damit wohlfühlen. Ich will nur das Manuskript rechtzeitig kriegen. Ja, da bist du. Und ja, also und auch wie viel man in der Redaktion noch macht, ist natürlich komplett unterschiedlich. Also das kommt, ist von Manuskript zu Manuskript unterschiedlich. Und der Grund, warum ich gerne mit Anke unser Büro zeigen wollte, ist, weil ich zwei Bildschirme brauche. Und wenn ich mich jetzt vom Kabel abklemme, dann bin ich nicht mehr online. Grundsätzlich gibt es die große Bücherregal hinter mir mit vor allem Kiss. Dann, das habe ich gerade erst seit 2 Wochen, dieses Poster, liebe ich heiß und innig, das haben wir mal für den Buchhandel produziert und jetzt habe ich auch eins gekriegt. Und dann musst du angenommen auf die andere Seite rumgehen. Ich habe nämlich noch ein kleines Buchhandelspräsentation-Goodie auf meinem Schrank. Genau da, das ist dasselbe Design gewesen mit einem Buchaufsteller, wo man die Bücher drauf stapeln kann, den ich auch heiß und innig liebe. Und dann habe ich noch einen kleinen Konferenztisch bei mir im Büro. Und das war es im Grunde auch schon. Da kann ich noch mal die Kamera winken. Ach so, und was wir noch zeigen müssen, aber das brauche ich eigentlich nicht, du darfst schon wieder gehen. Ich danke dir. Dieses Schild, was da hinter mir im Büro drin war, ihr habt alle gesehen, wo es herkam. Kann man es sogar sehen? Ich muss mal kurz lesen. Auf Liebe und Tod steht da drauf. Und es ist tatsächlich ein Rowohlt-Werbeschild. Das hat mir meine Chefin, da war ich, glaube ich, gerade ein Jahr im Verlag geschenkt, als sie ein Geschenk auf eBay gesucht hat und auf dieses Werbeschild auf eBay gestoßen ist. Und wir haben nach wie vor nicht herausgefunden, zu welchen Büchern das irgendwann mal produziert worden ist. Ich meine, so wie es aussieht, muss es auch etwa 70, also aus den 70ern kommen. Und ich meine, das ist natürlich historische Liebesromane so ein bisschen eine der wichtigen Entwicklungsstufen des historischen Liebesromans, des Liebesromans des Romangenres allgemein in den 70ern. Aber Genre-Theorie und Genre-Historie machen wir heute nicht. Aber dieses Schild liebe ich und es gibt etwas, was hinter diesem Schild versteckt ist. Und das ist tatsächlich die nächste Frage, die ich jetzt gleich wieder einblende, sobald ich meinen Bildschirm teile. Nämlich, was ist normalerweise hinter diesem Schild versteckt. Man kann es nicht sehen. Ich habe es extra rausgeräumt, damit man, wenn ich den Bildschirm oder Anke den falsch halte, nicht aus Versehen direkt weiß, was sich dahinter versteckt. Und die Antwortmöglichkeiten gleich sind alles Dinge, die es in meinem Büro gibt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als könnte man sich denken, okay, das hat sie auf keinen Fall im Büro. Nein, diese 4 Dinge habe ich alle in Büro. Und keins davon liegt aber wirklich offen rum und eins ist halt immer hinter diesem Schild versteckt. Und jetzt Anke, bitte einmal die Frage freischalten. Und wie gesagt, am Ende klären wir alles auf. So, dann kommen wir zum Punkt Redaktion, der mich als Lektorin natürlich am meisten betrifft, weil das tatsächlich einer der Punkte ist, mit denen ich ganz viel meiner Zeit verbringe. Eine Redaktion betrifft vor allen Dingen 3 Elemente. Das ist die Struktur des Textes, es ist der Inhalt des Textes und es ist der Stil des Textes. Idealerweise bespricht man die Struktur schon am Exposé. Nicht alle Autoren mögen das Exposé schreiben und geschweige denn halten sich an das Exposé, das sie irgendwann mal geschrieben haben. Der Grund, warum ich alle strukturellen Themen, und es geht tatsächlich um Spannungspunkte, wo werden welche Sachen enthüllt, wie wird ein Geheimnis aufgebaut und wann folgt die Erhüllung? Also wie gesagt, die Wendung der Geschichte, die Höhepunkt der Geschichte und am Ende.
Das ist für ein Manuskript, dass es funktioniert, sehr wichtig. Und wenn das nicht funktioniert, hat das meistens relativ tiefgreifende Änderungen hinter sich. Das heißt, wenn man das nicht vorab besprochen hat, kann das sein, dass von mir schon mal eine Rückmeldung kommt, wie, ja, alles gut, bis Seite XY und die letzten 100 Seiten müssen jetzt nochmal neu. Das hat Anja Gott sei Dank noch nicht mitmachen müssen, weil wir sprechen tatsächlich, also A, haben wir über die Inhalte bei allen drei Büchern vorab sehr, sehr ausführlich gesprochen. Und B, kann sie das alleine, ohne dass ich da noch am Meckern bin. Inhaltlich betrifft alle Sachen wie funktioniert die Motivation von der Figur hier, müssen wir da vielleicht nochmal irgendwie 2, 3 Sätze einfügen, damit man das besser versteht, funktioniert diese Szene an der Stelle, wie sie ist, oder wäre es besser, wenn wir die weglassen würden, also all solche Fragen. Das kann auf einer Mikroebene von einem Satz sich beziehen bis hin zu einem Element, das sich jetzt roter Faden durch alles durchzieht oder mal eine ganze Szene betreffen. Das, wie gesagt, sind die inhaltlichsten, also die unterschiedlichsten Punkte, die alle den Inhalt betreffen. Und der dritte ist die stilistische Redaktion, wo man den Text praktisch einfach nochmal glättet als Lektor. Und wie gesagt, das ist bei jedem Projekt komplett unterschiedlich. Kann auch von Text zu Text von derselben Autorin ganz unterschiedlich sein. Wie man arbeitet, ist auch unterschiedlich. Wenn ich selber redigiere, tendiere ich dazu, die inhaltliche und stilistische Redaktion gleichzeitig zu machen, was damit zu tun hat, dass ich mich nicht zurückhalten kann und anfange, schon Sätze umzuformulieren, selbst wenn ich eigentlich nur lesen und inhaltlich arbeiten will. Aber natürlich macht es durchaus Sinn, gerade wenn man stärker noch inhaltlich eingreifen will, das auch einfach zu trennen. Grundsätzlich würde ich sagen, lernt man sich bei einer gemeinsamen Redaktion extrem gut kennen, wenn man halt tatsächlich über vieles miteinander spricht. Wenn man darüber spricht, wie ticken die Figuren, kommen halt tatsächlich auch viel aus der eigenen Erfahrung hinzu. Warum habe ich Figuren so angelegt? Und ich als Lesender natürlich auch, was habe ich für Erfahrungen? Verstehe ich diese Figur so und so? Und dann verhandelt man natürlich, was ändert man? Oder wo erklärt man vielleicht einfach noch ein bisschen mehr? Oder, also vieles natürlich auch einfach toll, da muss man gar nichts ändern. Das ist klar. Also ich würde schon sagen, dass ein Redaktionsprozess eine sehr intensive Zusammenarbeit ist, die sehr bereichernd ist, manchmal auch sehr anstrengend sein kann. Was man natürlich das Besondere meines Jobs ausmacht. Und jetzt würde ich mal wieder das Wort an Anja übergeben, damit sie ein bisschen aus ihrer Perspektive, wie das für sie ist, der Redaktionsprozess erzählen kann. Ich gehöre auf jeden Fall zu denjenigen, die zwischenzeitlich schon ganz gerne Feedback haben, weil ich halt auch einfach so ein bisschen diese Unsicherheit dann habe, dass ich mir dann. Also ich brauche einfach so diese Gewissheit, dass ich dass das alles in die richtige Richtung geht. Und wenn ich das dann habe, dann bin ich schon mal so ein bisschen beruhigter. Und ich bin auch immer sehr aufgeregt, wenn ich dann zum ersten Mal so zu sehen bekomme, okay, der Text wurde jetzt, das Lektorat läuft jetzt gerade oder der Text wurde lektoriert. Dann bin ich auch immer sehr, sehr aufgeregt und auch sehr gespannt, okay, was davon bleibt jetzt, was muss da irgendwie geändert werden und so, weil das weiß man ja irgendwie nicht. Und man ist ja auch immer in so einem Tunnel. Und ich zum Beispiel mache mir schon so ein bisschen Gedanken, dann, weil ich ja dann auch irgendwie jetzt auch dich, Anne, immer besser kennengelernt habe und auch schon, manchmal schreibe ich Sachen und weiß genau, das wird sie streichen. Egal, ich lasse es trotzdem stehen. Und was ist? Du streichst es. Es ist jedes Mal das Gleiche. Aber ich versuche es einfach weiter. Also solche Sachen dann zum Beispiel. Aber und dann gibt es natürlich, das hatte ich ja Gott sei Dank noch nicht, dann gibt es halt auch so Lieblingsszenen oder so oder irgendwas, wo man so total beim Schreiben total aufgeblüht ist und was man einfach total liebt. Und einfach hofft, dass es drinbleiben kann. Und wenn es dann, drinbleiben kann, ist es ja nicht so. Also wenn ich jetzt, ich glaube, das hatten wir ja jetzt auch bei Gewitterleuchten war das ja auch, dass ich dann, da habe ich für eine Szene, die du ja eigentlich gut fandest, aber meintest, ach, muss jetzt nicht unbedingt, da habe ich dafür so ein bisschen gekämpft. Und dann ist die jetzt auch drin geblieben und ich freue mich sehr darüber. Und das ist mir auch wie bitte? Es ist mir auch wichtig, dass, also ich meine tatsächlich, ja. Euer Name steht auf den Büchern drauf, das muss euer Buch bleiben und genau. Es ist ja auch so ein Redaktionsprozess, ein Austausch. Ja. Und wenn ihr da sicher seid, dass ihr irgendwas genauso machen wollt, dann bleibt es natürlich auch genauso. Ich glaube, das ist auch immer so eine Sache der Argumentation. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, so, nee, ich will das jetzt aber so, Punkt, aus, ist es ja was anderes, als wenn man das wirklich argumentiert. Und wenn man dann einfach gute Punkte hat, die dann auch irgendwie Sinn ergeben, dann wäre das ja auch irgendwie, also würdest du ja nicht sagen, nee, das ist zwar, stimmt zwar alles,
das ist zwar, da hast du zwar recht in den Punkten, aber machen wir trotzdem nicht. Und selbst dann würdest du es ja dann, wenn dann, argumentieren. Und meistens, also eigentlich war das jetzt bei uns beiden ja auch so, dass es ja sogar oft so ist, dass in dem Moment, wo du etwas denkst, das aus den und den Gründen irgendwie anders gemacht werden sollte oder nochmal umgeändert werden sollte, habe ich das dann schon aufgeschrieben. Also dass wir da auch ja ganz oft so den gleichen Gedankengang haben. Das macht es dann natürlich irgendwie schon leichter. Und ja, ansonsten, toi, 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 hatte ich das ja den Fall noch nicht, dass ich dann wirklich irgendwie, weiß nicht, 50 Seiten komplett weg und nochmal 100 Seiten neu schreiben musste. Ja, aber man weiß ja nie. Es ist ja, es ist halt auch immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Es kommt auch immer drauf an, also Nebelschimmer war das ja auch so, das war ja ein sehr persönliches Buch. Das ist dann auch nochmal ganz anders vom Schreiben und das geht dann auch nicht so leicht von der Hand. Und dann gibt es dann auch, ist auch sehr von den Charakteren abhängig. Dann gibt es dann wieder Charaktere, die machen es einem dann irgendwie so total leicht. Und da ist, die sind auch einfach gestrickt. Da passt das Inhaltliche dann vielleicht viel eher, weil die nicht so, weil die in sich sehr konsistent sind, irgendwie so von ihren Handlungen und so. Ja, genau. Ansonsten habe ich da jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Anke, mir ist übrigens aufgefallen, als du ins Büro gelaufen bist, hast du gesagt, es sind zwei Fragen und ich glaube, ich habe nur eine beantwortet. Habe ich da jetzt irgendwas vergessen? Das mit der Druckfahne. Ach richtig, die Druckfahne kommt noch, richtig. Das, okay. Wir kommen ja noch zum Punkt. Was sind weitere Fragen eingetrudelt? Ja. Einmal, arbeiten wir mit freien LektorInnen zusammen oder läuft das alles in-house? Ja, tun wir. Und ich müsste viel mehr nach außen gehen, als ich es tue. Aber ich bin leicht kontrollsüchtig und tendiere auch dazu, nachzuredigieren und dann eh noch viel zu machen. Und dann lasse ich es auch vielleicht ganz in. Aber ja, wir arbeiten mit externen Redakteuren zusammen. Und wenn man jetzt so stark und analytisch mit Texten arbeitet wie du, kannst du privat noch normal lesen? Nee. Nee, das ist tatsächlich, das sage ich auch allen Praktikanten, die hier anfangen zu arbeiten, man bekommt ein ganz unterschiedliches Verhältnis zum Lesen. Und es ist, es kommen immer mal wieder diese Projekte, wo man vergisst, dass man Lektor ist, die einen so einsaugen, dass man tatsächlich dann in dem Moment nur noch lesen kann. Und das ist brillant. Das sind die Sachen, die ich dann auch immer versuche zu akquirieren. Ja, also wenn man vergisst, dass man Lektor ist beim Lesen, dann macht das Buch irgendwas extrem, extrem richtig, egal welche Schwächen es vielleicht sonst noch hat. Ich kann tatsächlich, das passiert nur noch bei englischen Texten, weil ich bei deutschen Texten tatsächlich schon immer, also selbst wenn sie von Kollegen redigiert worden sind, das passiert ganz selten, dass ich einen deutschen Text habe, den ich so gut finde, dass ich nicht mehr im Hirn mitredigiere. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Das heißt, ich lese wenn ich im Büro Zeit habe zum Lesen, lese ich da in der Regel deutsche Texte und zu Hause in meiner Freizeit, weil das muss man auch sagen, wir prüfen als Lektoren in unserer Freizeit, da lese ich dann Englisch. Und was ich mir jetzt in den letzten Jahren während der Pandemie angewöhnt habe, ist Fanfiction zu lesen, weil das ist tatsächlich mein privates Lesen, weil die Dinger kann ich nicht akquirieren, das ist komplett nicht kommerzielles Schreiben, da muss ich gar nicht anfangen nachzudenken und ich lese dann auch auf Englisch, damit ich nicht anfange mit zu redigieren. ja, also so viel zum privaten Lesen einer Lektoren. Ich weiß aber, dass es Kollegen gibt, die können sowohl auf Deutsch lesen, es gibt auch Kollegen, die finden irgendwo die Zeit, noch privat zu lesen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher. Aber andere Leute haben offensichtlich eine bessere Work-Life-Balance, als ich das habe. So viel dazu. Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Ich frage dich jetzt einfach weiter aus, Anne. Wie lange dauert denn so ein Lektorat? Wie lange dauert der Prozess, wenn man jetzt ein Buch akquiriert hat und bis das Manuskript dann auch komplett fertig ist oder sogar veröffentlicht? Also das sind zwei unterschiedliche Fragen. Wie lange eine Redaktion dauert, ist komplett unterschiedlich. Das kommt darauf an, wie viele Normseiten das Manuskript hat. Normseiten heißt 30 Zeilen, 60 Anschläge. Das ist das, womit in der Verlagswelt praktisch abgerechnet wird. Und je nachdem, wie viel dran zu tun ist, sowohl inhaltlich wie stilistisch. Das kann man, und dann kommt es auch darauf an, wie viel ich gerade zu tun habe. Kann ich eine Woche lang wirklich nur redigieren oder komme ich jeden Tag 2 Stunden zum Redigieren, 4 oder 6, weil ich sonst andere Sachen erledigen muss? Das kann sowohl, wie gesagt, von der Arbeitslast, die ich sonst gerade in der Phase habe, vom individuellen Manuskript, kann man da überhaupt nicht pauschal sagen. Also ich versuche grundsätzlich, schneller als 4 Wochen kriege ich nichts hin. Weil, wie gesagt, meine normale Arbeit muss weiterlaufen. Wenn ich überhaupt nichts anderes zu tun habe, kriege ich 350 Seiten auch in der Woche hin.
Aber das ist in der Regel, kann ich mich nicht eine ganze Woche lang einfach ins Büro einschließen und auf nichts mehr reagieren. Es gibt noch weitere Fragen. Ich würde jetzt allerdings vielleicht erstmal weitermachen und dann schauen wir mal am Ende, wie gut wir durchgekommen sind. Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt noch mal einmal ein kurzes Spiel spielen zwischen Anja und mir, weil wir haben ja gesagt, man lernt sich gut kennen und das wollen wir jetzt tatsächlich testen. Kennt ihr diese Spiele, die auf Hochzeiten häufig gespielt werden, wo das Brautpaar so gegenübergesetzt wird? Man kriegt seinen eigenen Schuh in die Hand und den seines Partners und dann wird so gefragt, wer kann besser kochen? Und dann muss man Schuh, seinen eigenen oder den vom Partner hochhalten und wir haben tatsächlich hier Schilder gemacht und Anja und ich kennen die Fragen nicht. Ihr könnt gerne selber auch noch welche euch ausdenken. Wobei, Anke, ich würde vorschlagen, wir machen irgendwie 3 oder 4 Fragen, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit haben. Ja, genau. Ich suche mir die raus, die ich persönlich gerne von euch wissen würde. Ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht brauchen wir noch der ersten Frage. Zum Beispiel gehen, wenn Anja und ich anfangen zu streiten. Habt ihr die Zettel bereit? Dann legen wir nämlich direkt los. Ja, ich okay, muss ja sagen, auf 3 müssen wir dann hochhalten, was wir denken. Ne? Genau. Okay. Wer von euch beiden ist am Erscheinungstermin aufgeregter? Ja, also das ist ganz eindeutig. Was aber auch tatsächlich daran liegt, ich als Lektorin habe ja mehr Buchbabys als das eine. Für mich erscheint jeden Monat ein neues Buch und ich bin schon aufgeregt, aber nicht so aufgeregt wie die Autoren. Das wissen wir auch beide. Und an Autoren, den muss man teilweise irgendwie, wirklich Xanax müsste man euch vermutlich geben, das erscheint. Wer von euch kürzt rigoroser? 1, 2, 3. Ja. Definitiv. Das sind bestimmt, weiß ich nicht, so 10 Seiten mindestens bei jedem Manuskript, würde ich behaupten. Ja. Wer von euch schreibt mehr E-Mails? Ja, ich tendiere, glaube ich, tatsächlich. Anja telefoniert, glaube ich, lieber als ich. Das wäre die nächste Frage gewesen. Okay. Ja, dann würden auch sich ein gutes Ehepaar abgeben. Ich auch. Der hat alle Fragen richtig. Wer von euch ist romantischer? Du musst eigentlich erst hochhalten, wenn ich... Ach so, aber okay. Du willst immer, du zwingst mich immer zu, also zwingen im guten Sinne, zu Epilogen. Ich mag überhaupt keine Epiloge. Also... Okay, wenn es um die Buchinhalte geht, würde ich dir vielleicht tatsächlich sogar zustimmen, dass ich das schönere, glattere Ende will und euch da immer zu zwingen, zu Epilogen zu schreiben. Und es muss jetzt nicht, dass wir sind die nächsten 80 Jahre glücklich, aber zumindest wir sind für jetzt, für dieses Jahr. Also und es ist immer wichtig, dass man, was man weiß, dass sie sich, also entweder sagen sie, ich liebe dich, oder es wird irgendwie klar, dass sie sich lieben. So. Ja. Aber da bist du auf jeden Fall romantisch. Aber das ist ja auch gut, weil das mögen ja auch alle. Ich bin da, glaube ich, so ein Sonderling. Ich brauche das nicht unbedingt. Für mich eigentlich, wenn die zusammen sind, dann denke ich mir so, alles klar, tschüss, das war's. Und aber ich glaube, das würden ganz viele LeserInnen nicht so gut finden. Insofern ist das ja auch gut. Ich wollte gerade sagen, aber die Tatsache, dass ich das fordere, ist ehrlich gesagt der rein zynische Blick auf den Markt, dass ganz viele Leserinnen das eben verlangen. Und im Privaten bin ich ganz schön zynisch, auch wenn ich hyperromantische Bücher mache und fordere. Also wieso glaubst du das? Wie kamst du jetzt darauf, dass ich die romantischere bin? Naja, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn du von deinem Verlobten erzählst und deine Augen aufleuchten, würde ich schon sagen, dass du privat ganz schön romantisch sein kannst und bist. Ja, geht eigentlich. Ja. Ich finde, das ist ja nicht das Gleiche. Also meine Augen, klar leuchten meine Augen dann auf, aber ich bin tatsächlich nicht so, dass ich, gar nicht so mal. Aber ist interessant, also spannend. Ich mag das Spiel. Ich finde, man sieht auch gerade eure sehr schöne Diskussionskultur. Das gefällt mir auch gut. Jetzt kommt die Abschlussfrage, würde ich sagen. Die ist mir eingefallen, als ich euch vorhin, Anja, beim Brunch zugeguckt habe. Wen von euch beiden kann man mit einem Franzbrötchen glücklich machen? Ich weiß es. Ja, ich auch. Also das ist komplett klar, weil da haben wir bestimmt auch schon drüber gesprochen. Ja. Also was unter anderem... Immer.
Hamburgerin, aber ich hasse, also ich habe noch nie ein Franzbrötchen gegessen, weil ich Blätterteig und Zimt nicht mag. Ergo, Franzbrötchen sind für mich. Ach Gott, ich liebe es. Ich könnte mich da reinlegen. Ich weiß. Und wenn ich dich irgendwann mal von hier aus besuchen komme, gehe ich vorher bei Franz und Friends vorbei. Ja, dann kannst du ruhig mehr mitbringen. Ich friere die dann ein. Alles klar. Kamen noch Fragen im Chat, die wir beantworten sollen hierzu? Nee, hierzu nicht. Okay, wie gesagt, Fahne kommen wir noch zu. Ich glaube, das mache ich ganz schnell, damit wir nicht am Ende von Zeit aus dann. Also wir haben natürlich irgendwie viele. Ach so, Anke, entschuldige bitte. Ich mache es auch schnell. Den schönsten Raum des gesamten Verlages zeigen. Genau, ich befinde mich in der sogenannten Hemingway Lounge. Darum hängt auch hier Hemingway. Hier, vielleicht, wenn ihr uns auf Instagram folgt, kommt euch das ein bisschen bekannt vor. Hier drehen wir, weil es der schönste, der hellste, der beliebteste Raum im Verlag ist, unsere Programmvorstellungen. Dann sitzt immer Anne hier auf dem Sofa und ich sitze hier und drehe mit. Und hier verbringen wir auch unsere Mittagspausen total gerne. Hier treffen sich dann immer alle aus dem Verlag und essen zusammen. Und hier gibt es auch einen anderen Grund, warum dieser Raum sehr stark frequentiert ist, unser Balkon. Ich versuche mal, es ist heute sehr überraschend hell in Hamburg, zu gucken, ob wir einen kleinen Ausblick bekommen oder ob es zu sehr blendet. Das sind die sehr, wir sind halt in dem Hauptbahnhof, deswegen sieht man da die sehr schönen Gleise, aber der Fernblick ist tatsächlich noch ein bisschen netter. Da sieht man den Hauptbahnhof im Hintergrund und das sind dann die Dächer von Hamburg. Ja. Ein bisschen was hat man gesehen. Und der Himmel ist strahlend blau, das sieht man leider auch. Ja, es ist sehr hell heute. Unsere RaucherInnen im Verlag lieben diesen Raum auch sehr. Das ist, Fun Fact, der einzige Raum mit Balkon in diesem ganzen Gebäude. Ja. Wunderbar. Und dann gehe ich wieder auf die Präsentation. So, wie gesagt, da würde ich jetzt mal ein bisschen schneller drüber gehen, weil ehrlich gesagt, so spannend ist es auch nicht. Wir reden natürlich viel über unsere Bücher, sowohl in vielen kleinen Runden, es gibt aber auch ein paar große Runden, beziehungsweise ein großes Informationstool und das ist die sogenannte Titelinfo. Da schreiben wir als Lektoren ohne alles rein, was die Kollegen in den unterschiedlichen Abteilungen über die Bücher wissen müssen. Das fängt mit USPs an, das ist ein Wort, das man tatsächlich im Verlag kennen muss, das heißt Unique Selling Points. Im Grunde sind das die Verkaufsargumente. Was ist an diesem Besuch Interessante, Besonderes? Was macht es besser als andere Bücher? Warum sollte man gerade dieses Buch in seine Buchhandlung lesen? Oder warum macht es das auch gerade für Leserinnen so interessant? Wir schreiben rein, wo wir die Zielgruppe sehen. Wir schreiben was zum Konkurrenzumfeld. Natürlich, worum geht es im Inhalt? Wer ist der Autor? Und gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche besonderen Geschichten rund um das Buch, die für die Kollegen interessant sein könnten? Das ist, wie gesagt, schriftlich, aber die Basis für alles weitere Arbeiten. Und dann gibt es zwei große Termine. Einmal die Programmkonferenz, das ist im Grunde der Startpunkt des Programms, wo wir das erste Mal einer etwas kleineren Runde, vor allen Dingen aus Programmleitern und den wichtigsten Mitarbeitern, erzählen, wie das Programm aussieht, die unterschiedlichen Bücher, die Hierarchie. Das ist im Grunde der erste große Punkt, wo wir dann auch gleichzeitig mit Titeln und Covern, Cover-Briefings loslegen, wenn diese Programmkonferenz stattfindet, teilweise schon eine Woche vorher, teilweise so in der Woche danach. Das ist, wie gesagt, der erste große Punkt zu diesem Zeitpunkt. Es war auch noch nicht immer alles final, weil wir da einfach noch, wie gesagt, an einem frühen Zeitpunkt der Programmplanung sind. Ein halbes Jahr später ist dann praktisch der Endpunkt der Programmplanung, die Vertretertagung, wo wir primär unserem Außendienst nochmal das gesamte Programm inhaltlich vorstellen, vor allen Dingen mit den Besonderheiten der jeweiligen Bücher und wo auch schon das Marketing steht. Da haben dann das halbe Jahr, das zwischen diesen beiden Terminen liegt, nee, 5 Monate sind das, dran gearbeitet, schon die Kollegen und stellen dann die ersten Pläne auch schon vor und alles, was in der Vorschau stehen wird. Und ich könnte jetzt zum Beispiel, es kam eben den zweiten Teil der Terminfrage habe ich gar nicht beantwortet. Wie lange dauert das von der Akquise, bis ein Buch erschienen ist? Also grundsätzlich kann das recht lange dauern. Die kürzeste Variante wäre tatsächlich, ich akquiriere jetzt ein Buch, denn tatsächlich haben wir Montag und Dienstag die Programmkonferenz für den Herbst 23. Das heißt, die Bücher, die so zwischen August 2023 und Februar 2024 erscheinen. Das heißt, Dinge, die ich jetzt akquiriere oder spätestens noch nächsten Monat, könnten dann frühestens im August 2023 erscheinen. Das heißt, unter einem Jahr ist es kaum machbar,
Also wie gesagt, wir haben jetzt November, August, ist ein bisschen weniger als ein Jahr, aber diese 10 Monate wären so die aller geringste Menge. Normalerweise sind es eher 1,5 Jahre, dass ich Sachen jetzt im Programm habe, die ich etwa von einem halben Jahr akquiriert habe. Weil wie gesagt, idealerweise ist das Programm zur Programmkonferenz auch einfach schon fertig. Und natürlich informieren wir dann auch extern. Ein wichtiges Medium dazu ist einfach die Vorschau. Das ist das, was die Buchhandlungen zugeschickt kriegen, beziehungsweise es gibt auch ein digitales Vorschau-Tool und auf deren Basis sich die Buchhändler entscheiden, welche Bücher sie in ihre Buchhandlung legen. Das ist halt auch textbasiert, ganz wichtig. Für uns hat Anke schon erzählt, wir machen einmal im halben Jahr auch die Instagram-Programmvorstellung. Das ist für uns natürlich auch immer sehr aufregend. Das ist KISS-spezifisch, das machen wir nur bei KISS, nicht bei Robert. Und dann gibt es auch noch, und dann gibt es halt die Shop-Meldung, wo die Bücher praktisch wirklich in die große, weite Welt hinausgehen und jeder sie online sehen kann, beziehungsweise bei seinem Buchhändler vor Ort vorbestellen kann, wenn er das möchte. Und nebenbei passiert in den anderen Abteilungen natürlich auch noch ganz viel. Ne? Der Vertrieb redet mit seinen Kunden, mit den Buchhändlern über die Bücher, die Presse macht Programme vorschauen und schickt natürlich auch ständig Informationen raus. Diese drei Dinge sind die, die spezifisch fürs Lektorat sind. Und ich weiß, gerade der Moment, wo wir dann irgendwann an die Öffentlichkeit gehen, für die Autoren immer sehr wichtig ist, weil die immer schon, also von Anja weiß ich jetzt auch, dass sie wirklich am liebsten schon alles vorab verraten hätte, die Dinge, die da schon passiert sind. Und wir als Verlag sagen dann immer, nein, darfst du nicht, möglichst erst, wenn die Bücher vorbestellbar sind, weil uns natürlich Interesse daran ist, dass man, wenn man über schöne Bücher hört, sie auch direkt vorbestellbar sind, weil sonst die Aufmerksamkeitsspanne leider häufig relativ gering und dann verpufft diese Aufmerksamkeit. Und das wollen wir natürlich nicht, weil klar, unser Interesse als Verlag ist es, Bücher zu verkaufen. Da sind wir auch ganz ehrlich. Okay, dann, wenn es jetzt keine Fragen gibt, wenn Anja sich nicht einmischen möchte, aber ich glaube, nicht würde ich... Ach ja, nächste Frage. Okay, wenn man unser Programm kennt, hat man bei dieser Frage einen klaren Vorteil Also welches KISS-Buch beginnt mit diesen Worten? Hier sind einmal die 4 Kandidaten. Die zeige ich euch jetzt nochmal. Die sind übrigens nach Erscheinungstermin sortiert. Das heißt, wenn irgendjemand denkt, es ist immer Antwort A. In diesem Fall kann ich das nicht unbewusst gemacht haben, weil die Bücher einfach nach Erscheinungstermin sortiert sind. Und Anke, jetzt bitte freischalten. Könnte natürlich auch schnell recherchieren und reinlesen in die Leseproben, aber dann dauert es vermutlich ewig lange. Man kann auch nur irgendwie 5 Sekunden antworten, oder? Okay, nee, dann funktioniert reinlesen nicht. Natürlich, sonst zeige ich keine anderen KISS-Bücher, deswegen musste ich so eine Frage auch irgendwo unterbringen. Übrigens ist der Secret Book Club das Buch, wo ich euch den Pitch erzählt habe. Vorhin als Beispiel. So, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt Fahne. Aber erstmal gucken wir uns noch den Flur an. Ich dachte, wir skippen das, denn das wäre ein weiteres Buchregal gewesen und da können wir ein bisschen Zeit einsparen. Okay, dann skippen wir das. Alles klar. Ich teile wieder meinen Bildschirm. Also, so Flure sind hübsch, aber ehrlicherweise auch nicht so besonders. So. Na komm, jetzt geht es weiter. Also, wenn das Manuskript, beziehungsweise bevor wir das Buch drucken können, müssen halt 2 Sachen final stehen. Das eine ist das Manuskript und das andere ist der Umschlag. Die Redaktion ist abgeschlossen und wir übergeben das Buch jetzt die Herstellung. Dort passiert erstmal das, die Korrektur. Das ist mir tatsächlich, immer wenn ich mit Leuten über meinen Job rede, kommt irgendwann mindestens in 10% der Fälle, ach, du korrigierst dann die Bücher. Und ich sage dann immer, nein, ich bin Lektor. Was mit ich zu tun habe, ist Inhalt und Stil. Natürlich korrigiere ich auch Fehler, wenn ich sie sehe. Das ist bei mir primär meine Aufgabe. Und tatsächlich ist auch auf reine grammatikalische Fehler zu lesen ein ganz anderes Lesen als stilistisches oder inhaltliches Lesen. Weil tatsächlich muss man sich viel mehr auf die Struktur des Textes, auf die Struktur der Sätze konzentrieren und kriegt gar nicht so viel vom Inhalt mit, wenn man Korrektur liest. Das passiert, wie gesagt, wenn wir die Redaktion abgeschlossen haben und das Manuskript an die Herstellung übergeben. Zweiter Punkt ist, wie soll das Buch im gedruckten Buch dann aussehen? Dafür machen unsere Hersteller mit uns immer ein Muster, wo wir dann einfach schon mal gezeigt kriegen, wie sieht das aus. Und das zeige ich euch jetzt am Beispiel von Anja. Das Muster seht ihr links. Fanden wir schon schick. Ich mochte tatsächlich nicht so gerne, dass dieses Dreieck mit unter die Schrift reingeht. Das habe ich natürlich auch mit Anja
abgesprochen, die stimmte mir zu und hatten dann darum gebeten, dass wir doch das kleine Landschaftsdreieck nehmen, um die Kapitel aufmachen, ein bisschen hübsch zu machen. Das ist dann umgesetzt worden und so haben wir es auch gedruckt. Also wir haben eine ganz tolle Herstellerin, die da immer mit uns ein bisschen bastelt, sodass es wirklich hinterher dann am Ende auch schön aussieht. Und hoffentlich sagen jetzt nicht alle, die linke Variante wäre viel hübscher gewesen. Das wäre schlecht. So, und wenn wir dieses Muster fertig besprochen haben, dann ist jetzt der Punkt, wo ich die Frage beantworten komme, dann geht es an die Setzerei, das Buch wird gesetzt und wir kriegen die sogenannte Fahne. Die gibt es praktisch, es gibt die erste Fahne, das ist die, die wir uns nochmal angucken, wo zum Beispiel auch solche Dinge wie Hurenkinder noch beseitigt werden müssen. Hurenkinder, das ist ein Wort aus dem Mittelalter, tatsächlich noch aus dem Bleisatz. Müssen wir vielleicht mal drüber überlegen, ob das politisch noch korrekt ist, aber sie heißen halt Hurenkinder. Das ist, wenn der letzte Absatz, die letzte Zeile eines Absatzes, die erste Zeile einer neuen Seite ist. Das ist für den Lesefluss, ist das ganz unschön. Deswegen verhindert man das tatsächlich einfach, indem man noch versucht, irgendwo was zu kürzen, dass diese Zeile noch reingehen kann. Und das machen wir in der Fahne. Wir gucken noch, ob alles sonst richtig ist, ob die, falls wir noch Fehler finden, aber korrigiert ist der Text in der Regel zu diesem Zeitpunkt schon. Es gibt auch einen anderen Prozess, wo zuerst gesetzt und dann korrigiert wird innerhalb der Fahne. Ist aber ein bisschen umständlicher, wenn man dann auf Papier korrigiert, weil das alles wieder eingetragen muss. Da gibt es Übertragungsfehler, man muss auf den Zeilenumbruch achten, damit eben keine neuen Hurenkinder entstehen. Es gibt dann noch Schusterjungen, das ist genau das Gegenteil, aber die ignorieren wir in der Regel, weil die für den Lesefluss nicht ganz so dramatisch sind. Genau, und dann gibt es am Ende, wenn wirklich alles fertig ist, gibt es die Druckfahne und das ist die, die dann an die Druckereien geht und dann wird es gedruckt. Der Umschlag muss natürlich auch final werden. Wir haben zu dem Zeitpunkt die sogenannte U1, das ist das Cover, das muss aber natürlich auch der Rücken und die Rückseite und die Umschläge und wie es innen aussieht, muss auch noch alles fertig werden. Das heißt, das ist die Gestaltung, jetzt habe ich es gerade falsch rum umgedreht. Und was wir uns zu dem Zeitpunkt auch nochmal genau angucken, sind die Texte, die dann hinterher auf dem Buch stehen. Was man vorher online findet, sind in der Regel die Vorschautexte, die entstehen aber so früh zu einem Zeitpunkt, wo das Buch manchmal noch gar nicht fertig geschrieben ist, geschweige denn überhaupt angefangen worden ist zu schreiben. Ich überlege gerade, habe ich im Kopf, wann ich die Vorschautexte für den Herbst 23 abgeben muss? Ich glaube im Januar. Und für Bücher, die im Februar 2024 vielleicht erst erscheinen, ist das, wie gesagt, sehr früh. Deswegen ändern sich diese Texte zum Teil noch massiv. Und da gucken wir natürlich genau drauf, dass die so gut wie nur irgend möglich sind. Und jetzt zeige ich euch mal, wie der Umschlag bei Anja aussah. Das war der erste Entwurf. Man sieht, dass da noch Kommata fehlten, dass ich diverse andere Anmerkungen hatte. Überall, wo hier so ein gelbes Kästchen ist, habe ich noch was angemerkt. Und die Endvariante sah dann so aus. Man sieht schon, dass das, sagen wir mal so, meckern hilft. Das ist deutlich hübscher geworden. Die Innenseiten, also so sehen die Innenklappen aus. Die habe ich jetzt nicht in unterschiedlichen Varianten mitgebracht, weil wir da schon von Anfang an relativ final waren. Wir haben das Pärchen noch ein bisschen deutlicher gemacht in der Überarbeitung. Und die Bücher standen ursprünglich nochmal auf so einem Holzboden. Den haben wir auch noch entfernt. Aber ansonsten ist das recht ähnlich geblieben. Ha! Und damit wären wir durch diesen Part, was muss alles noch fertig werden, bevor wir die Bücher drucken, durch. Und dann kämen wir jetzt tatsächlich auch zur finalen Frage, Quizfrage. Das ist eine Frage, die mir echt, also ich bin ja, offen sein ist alles gut. Es ist mir tatsächlich einmal passiert, dass ein Rechtschreibfehler auf eins meiner Bücher gedruckt worden ist. War innerhalb der letzten 15 Jahre meiner Karriere. Ich leide da immer noch drunter. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob ihr den Fehler entdeckt. Ich werde euch jetzt gleich 4 Halbsätze zeigen. Davon stand einer in ähnlicher Form tatsächlich so auf dem Buch. Die anderen 3 habe ich mir ausgedacht. In allen 4 Sätzen wird ein Rechtschreibfehler drin sein. Das heißt, A, müsst ihr erstmal den Rechtschreibfehler erkennen und B, einschätzen, welchen davon ihr mir zutraut oder vielleicht auch Ideen, welches Buch das sein könnte. Wobei, das kann man ehrlich gesagt, es sei denn, man stalkt mich, kann man das nicht wissen, würde ich behaupten. Es ist jetzt nicht Howard-spezifisch, sondern aus den 15 Jahren meiner Lektoratskarriere. Jetzt zeige ich euch das und vielleicht gebe ich euch auch eine Minute, um das zu lesen. Weil, wie gesagt, es ist überall ein Rechtschreibfehler drin. Und
Ich habe keine Ahnung, wie schnell man liest. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, Anke, du kannst die Frage freischalten. Okay. Und interessanter Funfact am Rande, als ich die Präsentation vorbereitet habe, das Buch gibt es noch online. Bei der E-Book-Variante ist der Fehler nach wie vor drin. Bei der Print-Variante ist er korrigiert. Zumindest bei den Online-Texten. Und ich habe die falsche Variante rüberkopiert und ich hatte es erst richtig reingeschrieben in diese Variante. Ich weiß also heute immer noch nicht, wie man das blöde Wort schreibt. Aber schauen wir mal. So, okay, wir haben noch 10 Minuten. Und ich glaube, wir müssen diese Übung skippen, damit wir das zeitlich reinschaffen. Das ist jetzt schade, aber das könnt ihr vielleicht, wir blenden nachher unsere E-Mail-Adresse noch ein, wenn ihr irgendwie Lust habt, könnt ihr uns das gerne schicken und dann gucke ich mir das alles an. Wir wollten eigentlich gerne Headline-Texten üben. Eine Headline dient dazu, hinten auf dem Buch Aufmerksamkeit zu erregen. Dazu sollte sie kurz, knackig, ausdrucksstark sein und zum Weiterlesen animieren. Dazu muss sie halt irgendwie mit dem Text was zu tun haben, Neues hinzufügen. Ich hatte hier die Beispiele mitgebracht, wie das aussieht. Und wie zu Gewitterleuchten im dritten Band der Text aussieht ohne Headline. Es tut mir jetzt leid, dass wir dazu keine Zeit mehr haben, weil wir leider pünktlich Schluss machen müssen. Aber wie gesagt, wir wollen ja hinterher das Video noch bereitstellen. Den Text findet ihr tatsächlich mit Headlines auch schon online. Aber wenn irgendjemand einen brillanten Vorschlag hat, weil gestaltet ist es nämlich noch nicht. Wir haben es letzte Woche erst in der Grafik abgegeben und warten gerade auf den ersten Gestaltungsentwurf. Dann können wir diese Headlines auch noch enden. Und wenn irgendjemand so brillante Headlines sich ausdenkt, dass wir die noch ändern, dann überlege ich mir irgendwas Schönes, was derjenige kriegt. Also meldet euch gerne per E-Mail bei uns. Das hätten wir auch per Menti gemacht. Und jetzt erzählt Anke noch was zum Marketing und zeigt ihr Büro. Genau. Ich zeige euch erstmal mein Büro. Ich sitze hier und man sieht immer so schön mein KISS-Schild im Hintergrund. Ich habe mit das bunteste Büro im Sinne von, hier steht einfach sehr, sehr viel. Das ist mein schönes Bücherregal, das ich auch immer wieder auf Instagram zeige. Momentan packen wir gerade Buchboxen zu einem Titel, der jetzt demnächst erscheint. Das heißt, hier steht relativ viel immer rum. Ich werde auch manchmal ein bisschen von meinen Kollegen aufgezogen, dass mein Büro immer so bunt und ein bisschen unordentlich ist. Aber das liegt nur daran, dass hier so viele Dinge schon passieren. Und Anne, würdest du dich wieder einblenden? Ja, mache ich. Ich erzähle euch jetzt ganz kurz im Schnelldurchlauf, was dann in der letzten Station, die ein Buch bei unserem Verlag durchläuft, so passiert. Am Ende halten wir im Marketing dann das Buch in den Händen und wollen das möglichst bekannt machen. Und ich habe euch jetzt mal anhand von den beiden schon erschienenen Sturm-Trilogie-Büchern mitgebracht, was wir denn so gemacht haben. Wir haben jetzt mittlerweile ja schon einige Bücher rausgebracht und das heißt, wir haben auch schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, welche Maßnahmen, die wir uns überlegen, immer gut ankommen. Und da sind so einige Dinge, die wir eigentlich immer machen. Also zum Beispiel schalten wir immer Anzeigen bei Instagram, Facebook, Google und Amazon. Wir schauen, dass die Seiten bei Amazon auch, da darf man nämlich auch, wenn man Zeit hat und es kann, schöne Bilder hinzufügen. Und genau, da machen wir dann so ein bisschen das noch ein bisschen hübsch. Und natürlich, und das ist bei KISS sowieso eine Besonderheit, wir haben die Zeit und den Raum, jedes Buch redaktionell zu begleiten, weil ungefähr ein Buch, manchmal sind es auch 2 pro Monat bei uns erscheinen. Das heißt, wir können eine ganze Weile darüber berichten und auch so richtig in die Tiefe gehen bei Instagram und Facebook. Und genau, wir haben einfach sehr, sehr viel Raum dafür. Das finde ich total schön und ist ein großer Pluspunkt bei uns im KISS-Programm. Wir haben dieses Buch natürlich in Newslettern. In letzter Zeit gibt es auch zu den Spitzentiteln Signiaktionen mit einer Braunschweiger Buchhandlung, die heißt Graf. Die machen das ganz wunderbar. Vielleicht gibt es noch ein Foto. Und wir arbeiten sehr eng mit BloggerInnen zusammen. Wir haben auch eine kleine Stamm, was heißt klein, es ist eigentlich sogar sehr groß, einen großen Stammblogger Innenbestand. Das ist ganz toll, mit denen arbeiten wir ganz viel. Man kann unterschiedliche Platzierungen noch buchen, zum Beispiel bei Vorablesen. Das heißt, da bekommen dann die GewinnerInnen das Buch vorab und können dann Rezensionen schreiben. Und in der letzten Zeit war es natürlich schwierig, etwas auf Messen zu machen, aber auch das würden wir bei so einem Spitzentitel wie
es dann die Sturmtrilogie ist, immer machen wollen. Und ich sage immer, das ist so das Standardpaket, das sind Sachen, die können wir machen. Die könnte man sogar machen, ohne das Buch zu kennen. Aber der richtige Spaß an meinem Job beginnt, wenn man den Text bekommt. Und ich bekomme den Text immer vergleichsweise spät von Anne, denn sie möchte immer sehr zufrieden schon sein und das Gefühl haben, dass sie mir etwas Fertiges in die Hand gibt. Und entsprechend habe ich jetzt zum Beispiel Band 3, der ja im Januar erscheint, noch gar nicht gelesen. Ich habe jetzt... Aber das wollte ich gerade fragen. Ich habe es bekommen. Ich darf dieses Wochenende reinlesen. Ich freue mich. Und Anne, magst du die nächste Folie einmal zeigen? Hier habe ich euch ja mal Beispiele mitgebracht, wie solche Anzeigen dann im Internet aussehen, zum Beispiel bei Facebook, bei Instagram, bei Google. Also auf unterschiedliche Arten. Natürlich wird immer das Buch gezeigt, aber wir schauen immer, dass wir unterschiedliche Wege ausprobieren und schauen, was davon am besten funktioniert. Also viel Teil meines Jobs ist es dann auch, etwas auszuprobieren und wenn es nicht läuft, es zu stoppen und zu optimieren, wenn es gut läuft. Jetzt kommt meine Folie, bei der ich richtig Spaß hatte, etwas zusammenzustellen, denn ab hier kann ich mit dem Inhalt arbeiten und da hat Anja uns ein Buch geliefert, das so voller Dinge ist, bei denen ich so viel ausprobieren konnte, dass es wirklich so viel Spaß gemacht hat. Ihr seht, dass wir zum Beispiel Klebetattoos produzieren lassen haben für den Handel. Wir hatten ein Gewinnspiel, sodass die Gewinnerin dann nach Hamburg gekommen ist und die ganzen Schauplätze ablaufen konnte. Wir hatten eine Blogtour, bei denen ganz tolle Bloggerinnen dabei waren. Wir haben, und das ist auch immer ein Punkt, den ich bei Spitzentiteln gerne ausprobiere, dass wir immer eine Sache machen, die wir noch nie gemacht haben. Und in dem Fall war das ein Filter bei Instagram. Das war damals, und das ist immer so lustig, so alt ist das Buch noch nicht. Aber im Marketing ändert sich das alles so schnell. Trends kommen, Trends gehen. Und da war gerade ziemlich in, dass man mit diesen Filtern auf Instagram viel gespielt hat. Jetzt ist es eigentlich nur noch eine Möglichkeit, ein Buch etwas schöner oder in einer gewissen Stimmung zu inszenieren. Damals haben wir dann eben damit so ein bisschen gespielt, dass man dann so ein Zitat drüber legen konnte. Würdest du eine Folie bitte weitermachen? Bei Nebelschimmer, ich gehe jetzt nicht durch alles durch, aber da haben wir jetzt, unten seht ihr zum Beispiel Anja bei der Signi-Aktion, da haben wir auch noch eine Sache neu ausprobiert und zwar haben wir das erste Mal ein Notizbuch dazu drucken lassen und mal geschaut, ob das gut ankommt. Und in dem Fall waren dann gerade Reels bei Instagram wirklich sehr angesagt, sind sie gerade immer noch. Entsprechend haben wir da unsere beiden Protagonisten in den Vordergrund gestellt und so ein bisschen gezeigt, wie es denn überhaupt aussieht, wo arbeiten die, also natürlich jetzt nicht ganz exakt dasselbe, aber so ein bisschen die Stimmung gezeigt. Das hat, also sowas macht einfach riesigen Spaß. Und jetzt kannst du bitte einmal die letzte Folie zeigen. Ich habe schon praktisch meinen eigenen Vortrag gespoilert, aber ich weiß noch nicht, was der Spaßfaktor bei Gewitterleuchtendem Marketing sein wird, denn ich arbeite immer sehr, sehr eng am Buch und gucke immer, was sich da rausziehen lässt, weil das ist eigentlich, also das ist der Punkt, an dem ich meinen Job am allerliebsten mag, wenn ich gucken kann, aha, wir haben hier eine total tolle Sache aus dem Buch und wir können es vielleicht irgendwie ins Marketing rüberziehen. Und der Spaßfaktor ist ja auch nicht einfach zu sagen, guckt mal, ein neues Buch, kauft es, sondern wirklich ein bisschen mehr mit zu transportieren, vor allen Dingen die tolle Stimmung, die tollen, auch ich arbeite auch super gern mit Zitaten. Also all diese Dinge passieren dann eben, wenn das Buch in der letzten Station bei mir angekommen ist. Und damit, Anne, gebe ich wieder an dich weiter. Ich sollte mich vielleicht auch auf laut schalten, bevor ich anfange zu reden. Möglich. Dann machen wir jetzt schnell die Auflösung des Quizzes und ich bin echt total gespannt, ob ihr richtig geraten habt oder nicht. Wie viele E-Mails liegen in meinem Manuskriptordner? Ich kann dazu sagen, I'm really, really, really bad. Es waren vor 2 Tagen 525. Ich musste da nochmal ganz viele aussortieren, weil ich könnte ganz viel ungelesen noch absagen. Aber wer hat denn Zeit für sowas? Zumindest habe ich immer was zu lesen und zu prüfen. Was gab es an Text? Es war tatsächlich Antwort Nummer 1. Und zwar hat Anja sich damals mit einem anderen Projekt ursprünglich vorgestellt, das deutlich klassischer New Edit war und ein amerikanisches Setting hatte. Und tatsächlich kam das Feedback zuerst nicht von mir, sondern von den anderen interessierten Verlagen.
dass doch irgendwie was Deutsches vielleicht auch ganz schön wäre. Anja, da musst du vielleicht mal ein. Es kam tatsächlich der Vorschlag, dass deutsche Settings ganz schön wäre als Idee von außen, oder? Genau, ja. Da war dann die Frage, ob ich nicht, mir nicht vorstellen könnte. Die hatten nämlich auch dieses Klassische, das in den USA gespielt hätte. Und dann kam halt die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, für diesen Verlag eben auch was Deutsches zu schreiben, also deutsches Setting. Und daraufhin habe ich dann eben diese beiden Exposés und dann halt die Idee zu dem dritten Band geschrieben. Und genau, und da, das wurde dann eben auch nochmal von meinem Agenten an die entsprechenden Verlage weitergeleitet. Und so ist das dann auch dann quasi auf deinen Tisch gekommen. Genau, das hatte ich ja erzählt. Wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nichts mit einem deutschen Setting. Das heißt, von der Idee war ich sofort begeistert. Die Leseprobe zu dem anderen Projekt war handwerklich brillant. Also da war ich auch relativ sicher. Ist auch einer der Gründe, warum wir so lange telefoniert haben, um halt zu gucken, dass wir beide ähnlich ticken und Ähnliches für das Buch und auch für die Textarbeit sehen. Aber natürlich ist das ein gewisses Risiko, dass wirklich noch gar nichts da ist. Aber ich bin nach wie vor mega happy, dass wir es eingegangen sind und weiß natürlich inzwischen noch, dass Anja einfach tatsächlich brillant schreiben kann. Das war nicht mir eine Leseprobe. So, jetzt, das kann ich auflösen, wenn ich einmal hinter mich greife. Es ist tatsächlich der obszöne Wortschatz der Deutschen. Und ja, ich habe auch Alkohol hier, ich habe 2 Körnerkissen, eine Wärmflasche und ein Poncho hier und Süßigkeiten sind auch immer da. Aber hinter dem Schild ist immer dieses Buch. Das habe ich tatsächlich, als wir aus Rheinbeck umgezogen sind, hat das irgendjemand auf dem Flur ausgelegt zum Wegschmeißen. Und ich dachte, das brauche ich bestimmt irgendwann nochmal, weil als Romance-Lektorin kommt das durchaus vor, dass man mal nach Synonymen für Geschlechtsteile googelt. Dieses Büchlein hat mir ehrlich gesagt noch nicht weitergeholfen, aber erst beim historischen Roman habe ich es mal gebraucht. Was man hat, hat man. So, jetzt kann es auch noch groß werden, bevor ich weiterklicke. Das ist Tessa Bailey, der allererste Satz aus diesem Buch. Und, ach ja, meine peinliche Lieblingsfrage, klären wir vielleicht erstmal auf. Liederlich wird mit IE geschrieben, rau wird ohne H geschrieben, brillant, es ist ein gemeines Wort, weil die englische Schreibweise ist mit IA, aber im Deutschen wird es ohne das zweite I geschrieben. Und Eiffelturm wird mit Doppel-F geschrieben, weil der gute Herr Eiffel sich halt so schrieb. Und das, was ich tatsächlich mal auf dem Buch gedruckt hatte, war das. Es war eine Piraten-Romance, als ich noch bei Drömer Knauer gearbeitet habe. Und ich kann dieses Wort heute noch nicht schreiben, weil das Augenlied wird ja auch mit einem langen I gesprochen und nicht widerlich. Ich hasse dieses Wort. Und ich, wie gesagt, ich hätte, als ich es hier reingeschrieben habe, hatte ich es aus Versehen richtig reingeschrieben, weil ich dachte, es wird ohne E geschrieben. Das ist furchtbar. Aber ja, aber es war dem Korrektor auch nicht aufgefallen. Also ich war nicht allein schuld. Und jetzt könnte Anke sich mal eben überblenden, damit ja, das er gewonnen hat. Dazu müssen wir Menti einmal einblenden. Wir haben 9 Leute. Das ist ein furchtbares Wort. Hier kommt jetzt das Ergebnis. Tada. So, das heißt, Nicole ist die Gewinnerin, Christine mit dem Alien und Claudia mit dem Hasen. Und jetzt würde ich mich wieder darüber einblenden. Haben sich die 3 Leute gemerkt, dass sie gewonnen haben? Denn dann zeige ich euch nämlich... Mach mir einen Screenshot. Ach so, das machst du parallel, Anke. Ich kann mich einblenden. Ja, gerne. Okay. So, dann zeigen wir euch nämlich... Schreibt uns bitte eine E-Mail mit eurem Wunschbuch aus unserem Programm an kiss@provolt.de. Und alle, die gerne noch Headlines texten wollen, feel free gerne auch an kiss@provolt zu schreiben. Wie gesagt, wenn da was bei ist, was wir tatsächlich nehmen, was uns besser als unsere Headline-Ideen gefallen, dann kriegt ihr definitiv auch irgendwas. Ob ich Feedback schreibe, kommt drauf an, wie viel E-Mails dazu kommen. Also individuelles Feedback kann ich euch nicht versprechen, aber würde ich auch versuchen. Schade, dass wir diesen Part nicht mehr geschafft haben, aber wir dürfen tatsächlich nicht überziehen oder nicht zu lange überziehen. In 3 Minuten haben wir schon überzogen, weil hier Technik aufgebaut worden sind. Und ehrlicherweise, das ist meine Schuld. Ich wusste schon, dass das mit der Zeit eng wird. Ich dachte aber, wir könnten auch 10 Minuten überziehen. Also mea culpa, meine Schuld, tut mir leid, dass wir diese Übung nicht mehr zusammen machen konnten. Ansonsten sind wir ganz gut durchgekommen, glaube ich.
Jetzt, Anja, guckst du mal Jeremy an. Können wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, die im Chat aufgeschaltet sind? Oder müssen wir jetzt ausmachen mit 3 Minuten? 3 Minuten. Okay, 3 Minuten. Dann, Anke, magst du wieder moderieren? Ja. So. Eine Frage kam zweimal, weil wir sie eben noch nicht beantwortet haben. Es wurde gesagt, erfolgreich als Self-Publisherin zu sein, sei sehr hilfreich. Wie definiert ihr denn erfolgreich? Naja, an Rezensionen, Aufmerksamkeit und verkauften Büchern. Also da gibt es schon relativ objektive Kriterien. Und ab wann man jetzt von einem Erfolg spricht, ist natürlich irgendwie, sind 100 Rezensionen erfolgreich oder erst 200, sind 5.000 verkaufte Exemplare, 10.000 oder 20.000 erst erfolgreich. Da war Anja aber über allem drüber. Also sie hatte einfach schon als Self-Publisherin eine wirklich große Zielgruppe gehabt. Und wie gesagt, grundsätzlich sind, gerade wenn es im Verlagswesen der Fall war, andere Autoren schon bei anderen Verlagen erschienen sind und da nicht erfolgreich geworden sind, muss man natürlich sehr genau überlegen, was können wir denn besser machen und haben wir andere und bessere Argumente, damit das bei uns wirklich besser laufen kann. Im Self-Publishing ist tatsächlich das praktisch, wenn es nicht gelaufen ist, sind wir als Verlag, gehen da ohnehin ganz anders ran. Das ist eher nur das positive Argument, wenn es im Self-Publishing schon gut gelaufen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns im Verlag auch gut läuft, würde ich mal einfach sagen, höher. Aber auch keine Garantie, also überhaupt nicht. Das ist gar keine Garantie. Ich würde, also ich glaube, zeitlich sind wir jetzt so drüber. Ich würde 2 Sachen noch gerne wissen. Einmal, kannst du Anja, Jeremy einmal fragen, ob wir diese Folien auch an diesen Teilnehmerkreis weiterleiten können? Denn natürlich ja, können wir. Fabelhaft, das war die eine Frage. Und dann würde ich sagen, machen wir das so. Auf Instagram gibt es die wunderbare Funktion, dass man Fragen einsenden kann. Und ich würde gleich im Anschluss einen dieser Slides erstellen, sodass ihr da eure Fragen nochmal reinstellen könnt, wenn wir etwas nicht beantwortet haben, aber ihr das gerne wissen würdet, dann antworten wir euch über Instagram auf jeden Fall noch. Denn jetzt sind wir, glaube ich, wirklich am Ende angekommen. Ja, 33, da haben wir noch 3 Minuten bekommen. Da waren wir jetzt bei 36. Dann bleibt mir wirklich nur noch mal zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat uns Spaß gemacht. Ich hätte ja gehofft, dass sich irgendjemand mit einer Frage auch einblenden lässt. Aber dann hätten wir vermutlich noch 5 Minuten mehr gequatscht. Also war es vielleicht auch ganz gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war informativ und gut. Und im Zweifelsfall folgt uns gerne auf Instagram. Wir freuen uns und bleiben da natürlich gerne in Kontakt. Und lest Anjas Bücher. Unbedingt, dringend. Ja, voll. Ganz unbedingt. Genau. Tschüss. Also macht's gut. Tschüss. Ciao.